Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich grüße Sie sehr herzlich aus dem Bundeskanzleramt. Leider kann ich heute nicht persönlich bei Ihnen sein, aber ich möchte Ihnen gerade auf diesem Wege für Ihr Engagement und Ihre Mitwirkung an unserem Projekt ganz herzlich danken. Für mich ist die Weltoffene Kommune ein ganz besonderes Projekt. Es war vorausschauend von Fineo und der Bertelsmann Stiftung, dass wir Sie und Ihre 35 Städte und Landkreise und Gemeinden in den Mittelpunkt gestellt haben. Denn vor Ort entscheidet sich die Integration. Das ist ein geflügeltes Wort und auch immer schnell gesagt. Aber wir wissen, das ist harte Arbeit. Da brauchen Bürgermeisterinnen und Landräte einen langen Atem, manchmal ein dickes Fell und auch mal Unterstützung. Darum haben wir vor 2 Jahren das Projekt gestartet. Damals wussten wir nicht, was schon bald darauf folgen sollte. Corona, Shutdown, Videokonferenzen. Aber gerade in dieser schwierigen Zeit waren Sie für die Menschen in Ihrer Stadt, in Ihrer Gemeinde da. Sie haben weiter auf Integration und auf Teilhabe von Anfang an gesetzt, auch wenn die Integrationskurse, Migrationsberatung oder Stadtteilzentren geschlossen waren. Dafür danke ich Ihnen ganz besonders. Sie haben sich um unser Land verdient gemacht. Ja, Integration muss vor Ort gelingen. Damit es aber kein geflügeltes Wort bleibt, ist es so wichtig, Sie vor Ort zu unterstützen. Und das ist mir als Integrationsbeauftragte ganz besonders wichtig. Das hat mich beim Nationalen Aktionsplan Integration der Bundesregierung auch angetrieben. Dort haben Bund, Länder, Kommunen und die Zivilgesellschaft in den letzten Jahren über 100 Maßnahmen erarbeitet. Darunter auch die weltoffene Kommune. Wir wollen damit das Verwaltungshandeln, die kommunale Integrationspolitik und den Zusammenhalt in den Quartieren und den Gemeinden stärken. Und da gibt es natürlich noch viel zu tun. Das gehört auch im November diesen Jahres zur Wahrheit. Integration, Vielfalt und Menschlichkeit sind Werte und Überzeugungen, die in Deutschland täglich herausgefordert, ja missachtet, sogar aktiv bekämpft werden. Wir sehen das gerade wie in der Grenzstadt Guben, wo ein couragierter Bürgermeister gemeinsam mit der Polizei gegen einen bewaffneten rechtsextremen Mob vorgegangen ist. Menschen, die sich als Bürgerwehr aufspielen wollten. Anderswo werden Menschen mit familiärer Einwanderungsgeschichte angefeindet. Sie sollen nicht zur Stadt oder zur Dorfgemeinschaft gehören. Da werden kommunale Entscheidungsträger beschimpft, wenn sie sich für Geflüchtete und ihre Integration einsetzen. Und da werden aus Worten auch Taten. Ich denke da an 1200 Straftaten gegen kommunale Amtsträger allein im letzten Jahr. Und ich denke an Walter Lübcke. Er stand für seine Werte und Überzeugungen ein und er wurde dafür feige ermordet. Unsere Städte und Gemeinden sind nicht nur die Motoren der Integration. Sie sind die Keimzelle unserer Demokratie und Garant für ein gutes, ein friedliches und respektvolles Miteinander. Genau da haben wir mit dem Projekt angesetzt. In 35 Kommunen, ob städtisch oder ländlich geprägt, in Ost und West, mit langer oder mit kurzer Einwanderungsgeschichte. Und wir wollen Sie unterstützen. Erstens mit einem Selbstcheck zur Weltoffenheit. Wie steht es um die interkulturelle Öffnung der Verwaltung? Gibt es ein Integrationskonzept und welche Leerstellen hat es noch? Der Selbstcheck ist der Start für die nächsten Schritte auf dem Weg zur kommunalen Integration. Zum Zweiten mit Dialogformaten vor Ort, damit alle mitmachen und mitziehen können, wenn es um die beste Integration geht. Und das geht nur mit und niemals ohne die Frauen und Männer in den Nachbarschaften, in den Stadtteilen. Ihre Wünsche, ihre Kritik und ihre Sorgen müssen gehört werden, ob eingewandert oder immer schon einheimisch. Und drittens, wir wollen Sie, die kommunalen Entscheidungsträger, gezielt stärken. Eine Stadt, eine Gemeinde oder einen Landkreis zu leiten, das war schon immer eine große Aufgabe. Aber es ist noch schwieriger, wenn Anfeindungen zunehmen, wenn gemailt oder gerufen wird, wir wissen schon, wo du wohnst. Einige wollen sich das gar nicht mehr antun. Und deshalb müssen wir solidarisch sein und an der Seite der Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker stehen.
Ja, darum war es mir wichtig, dass wir im Projekt gerade auch diese dritte Säule haben. Austausch, mit Coaching, mit Supervision für Frauen und Männer, die vor Ort politische Verantwortung übernehmen. Es war für das Projektteam aber durchaus überraschend, dass ausgerechnet das Angebot in der dritten Säule gar nicht so stark nachgefragt war. Viele Bürgermeisterinnen oder Landräte sagten, dass sie das zwar sehr wichtig finden, aber im Arbeitsalltag zu wenig Zeit dafür haben. Das kann ich gut verstehen. Aber andererseits sind die Rückmeldungen der Frauen und Männer, die am Austausch, am Coaching, an der Supervision mitgemacht haben, durchweg positiv. Auch in der Wirtschaft sind solche Prozesse längst selbstverständlich und sie werden im Übrigen stark nachgefragt. Ich möchte Sie deshalb heute ermuntern, dieses Angebot zu nutzen und es steht Ihnen auch weiterhin offen. Und wer insgesamt von den Erfahrungen der Kolleginnen und Kollegen aus anderen Kommunen profitieren möchte, dem empfehle ich unsere Wissensplattform. Hier haben wir die Ergebnisse des gesamten Projekts für Sie aufbereitet, damit sie in allen 11.000 Städten und Gemeinden genutzt werden können. Ja, zum Abschluss möchte ich Ihnen allen noch einmal herzlich Danke sagen. Den Kommunen, ihren Landrätinnen und Bürgermeistern. Und ich danke dem Projektteam. Fineo, ich danke der Bertelsmann Stiftung. Entstanden ist ein Deutschland-Netzwerk für Weltoffenheit, Vielfalt und Integration. Und es wächst jeden Tag weiter. Es verdient Respekt, es verdient Anerkennung und vor allen Dingen ein herzliches Dankeschön. Und als nächstes freue ich mich über Frau Witte, die uns per Zoom zugeschaltet ist und ebenfalls ein Grußwort sprechen wird. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Witte. Guten Morgen an alle Anwesenden. Auch ich möchte Sie im Namen der Bertelsmann Stiftung, aber auch im Rahmen der Projektpartner ganz, ganz herzlich zu unserer Bilanzveranstaltung der Weltoffenen Kommune begrüßen. Als wir vor 2 Jahren analog in Potsdam unsere Auftaktveranstaltung gefeiert haben, da konnte niemand ahnen, dass Corona kommen wird. Wir waren vollen Mutes, da sind wir auch immer noch. Aber die Entwicklung damals war schon sehr besonders und die OECD hat gerade letzte Woche in ihrem internationalen Migration Outlook festgestellt, dass die Covid-19-Pandemie innerhalb eines Jahres einen Großteil der Fortschritte zunichte gemacht hat, die im letzten Jahrzehnt in der OECD bei der Integration von Migranten erzielt wurden. Insofern war es leider sehr viel vorausschauender, als wir damals dachten, ein solches Projekt zu starten. Umso wichtiger ist es, Projekte wie die Weltoffene Kommune zu initiieren und damit deutlich zu machen, wir stehen weiterhin für eine Einwanderungs-Zuwanderungsgesellschaft. Die Stiftung setzt sich seit vielen Jahren für das Thema Weltoffenheit ein, wirbt für die Chancen der Zuwanderungsgesellschaft und auch für ein Zuwanderungsgesetz. Unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft wäre ohne zugewanderte Menschen überhaupt nicht mehr denkbar. Etwa jedes dritte Kind kommt aus Familien mit internationaler Geschichte. Und wir, die hier Anwesenden sind, uns sicher einig, das ist eine große Chance und ein großes Potenzial für unsere Gesellschaft. Aber es birgt, wie wir gerade gehört haben, auch große Herausforderungen, denn nicht alle Menschen denken so. Eins ist klar, Toleranz, Zusammenhalt und Weltoffenheit kann man nicht gesetzlich verordnen. Diese Werte entstehen vor Ort im Miteinander der Menschen. Und insofern freue ich mich, dass wir mit diesem Projekt die Chance erhalten haben, gerade diese kommunalen Aktivitäten zu unterstützen. Und in unseren 35 Modellkommunen ist trotz Pandemie in den letzten 2 Jahren viel geleistet worden. Sie haben im Rahmen der Selbstchecks in den Dialogveranstaltungen bewiesen, dass Weltoffenheit gelingt, wenn die Menschen in den Städten und Gemeinden das wollen und sich aktiv dafür einsetzen. Insofern gilt mein Dank in erster Linie Ihnen aus den Modellkommunen, die eben dieses wichtige Signal nach außen gesetzt haben, die aber auch nach innen gezeigt haben, Ihnen ist an diesem Thema gelegen. Das ist kein Schönwetterthema, mit dem man sich nur beschäftigt, wenn man gerade Zeit hat, sondern gerade in schwierigen Zeiten ist es ein Thema, mit dem Sie sich und mit dem wir uns intensiv auseinandergesetzt haben. Es sind viele tolle Initiativen entstanden. Ich hoffe, dass Sie die
Projektlaufzeit überleben. Und ich gehe auch davon aus, dass das, was da einmal gesät worden ist, Früchte trägt. Und ich hoffe, dass viele andere Kommunen diese Impulse aufgreifen und Weltoffenheit zur Selbstverständlichkeit in allen Kommunen wird. Und ich möchte mich natürlich auch bedanken bei der Bundesbeauftragten für Migration, Flüchtlinge und Integration. Ich denke, wir haben gehört, dass das ein Projekt war, das von Herzen kommt. Und es ist, denke ich, gerade für Kommunen besonders wichtig zu wissen, dass auch die Bundesebene die wichtige Rolle der Kommunen sieht und unterstützt. Und insofern glaube ich, ist das ein Projekt, was viele gute Signale gesendet hat und auch immer noch sendet. Ich freue mich sehr auf den heutigen Tag, wo wir nochmal die Möglichkeit haben, in den gemeinsamen Austausch zu kommen, zu hören, in welchen Kommunen welche Initiativen gestartet wurde, was die Hemmschwellen, aber auch was die fördernden Faktoren waren für das Thema Weltoffenheit in den Kommunen. Ich denke, dieser kommunale Austausch ist ein ganz, ganz wichtiges Element solcher Projekte. Insofern freue ich mich sehr, dass es uns gelungen ist, leider nur digital, aber immerhin, in großem Kreis jetzt auch die Abschlussveranstaltung zu begehen, wünsche der Veranstaltung einen guten Verlauf und drücke die Daumen, dass auch technisch alles funktioniert. Ja, da vielen, vielen Dank, Frau Wittmann, für das Grußwort. Wir haben tatsächlich heute schon guten Einstieg gehabt, technisch zumindest. Und ich darf einmal meine zwei Gästinnen hier willkommen heißen und freue mich sehr über Nina Mikulaschek. Schönen guten Morgen. Und Frau Walter. Und freue mich ebenfalls von euch, von Ihnen, über das Modellprojekt noch mehr zu erfahren. Sie haben ja auch ein paar Folien für uns mitgebracht und ich bin total gespannt. Denn natürlich interessiert bestimmt nicht nur mich, wie und warum ist dieses Projekt entstanden, der weltoffenen Kommune? Ja, guten Morgen auch nochmal von uns beiden hier. Wir freuen uns sehr und es ist sehr spannend, also auch auf den Kacheln alle aus den Modellkommunen wiederzusehen. Und es sind ja darüber hinaus auch sehr, sehr viele da. Jetzt genau, würde ich das erläutern anhand unserer Folien. Und zwar, warum ist es dazu gekommen? Wir haben 2015 gemerkt durch die gestiegene Flüchtlingszuwanderung, dass in den Kommunen doch der Fokus auf das Thema Geflüchtete und die Integration von Geflüchteten war. Und gleichzeitig gab es natürlich auch andere Themen, Fachkräftemangel, genau, wie kann man Fachkräfte entwickeln, eine Willkommenskultur schaffen. Und wir haben dann gemerkt, dass in den Kommunen auch ein großer Reflexionsbedarf war, nämlich was gibt es denn sonst noch in der ganzen Breite des Themas zu besprechen? Denn Flüchtlinge ist das eine, aber was ist beispielsweise ja mit den Nachfahren der sogenannten türkeistämmigen Gastarbeiter und was ist mit der Aufnahmegesellschaft? Und so kam es uns gerade recht, dass eben aus den USA uns einem Projekt begegnete, Welcoming Cities, von Welcoming America, ein Zertifizierungsprojekt, und Fineo und Bertelsmann Stiftung fanden das interessant, nach Deutschland zu holen, nicht als Zertifizierungsprojekt, sondern als Selbstcheck. Und wir hatten Vorbereitungsworkshops, einige Teilnehmenden sind auch dabei gewesen, wo wir gefragt haben, was gehört alles dazu an Kriterien. Dann wurde das von Fineo weiterentwickelt zu einem Ziele- und Indikatoren-Set. Wir hatten eine Pilotphase mit drei Kommunen. Und ja, wie das Projekt aufgebaut ist, stellen wir jetzt vor. Leider sehen wir jetzt die Folien im Moment nicht selber. Weiß nicht, wie das kommt, aber ich hoffe, ich kann ja noch mal ganz kurz das zu sehen. Ah ja, okay. Ich sehe schon, genau, die sieben Handlungsfelder, um die es jetzt geht, sind eingeblendet. Genau. Da ist es, genau. Genau, nochmal kurz aus unserer Perspektive so von Fineo. Wir haben uns da sehr gut ergänzt mit der Bertelsmann Stiftung, dass wir dann nochmal geguckt haben, ne, beiden Institutionen ist es sehr wichtig, Wirkungsorientierung in diesen Projekten fest zu verankern. Aber auch nochmal der Punkt Diversität in Organisationsentwicklung, der Bereich systemische Organisationsentwicklung. Wie kann man da verschiedene Stakeholder unterstützen? Und es war eben sehr schön zu sehen, wie aus diesem kleinen Pilotprojekt jetzt wirklich ein sehr großes nationales Projekt entstehen konnte. Und ich möchte nochmal auf diese sieben Handlungsfelder, die du gerade angesprochen hast, eingehen. Das hat sich eben herauskristallisiert, dass das eine gute Grundstruktur ist. Das eine ist eben Kommunikation und Konfliktmanagement. Hat man auch gesehen im Laufe des Projektes, das wurde auch besonders von den EntscheiderInnen nachgefragt. Dann der Bereich Management und Steuerung, da gibt es natürlich auch Schnittmengen, fairer Zugang und Teilhabe.
Engagement, Beteiligung, Arbeit und wirtschaftliche Entwicklung auch ein ganz wichtiger Faktor. Dazu kommen wir auch nochmal. Interkulturelle Öffnung und Antirassismus und eben Zusammenhalt und Begegnung. Und das Projekt, das spiegelt sich dann in allen drei Säulen auch wieder. Dazu komme ich gleich. Genau, vielen Dank. So haben wir das Projekt strukturiert. Wir haben gesagt, wir wollen einerseits natürlich so diesen Ist-Zustand aufnehmen, eine Selbstreflexion ermöglichen. Dazu gab es die Selbstcheck-Workshops. Das haben alle Kommunen sind diesen Prozess durchlaufen. Diese Selbsteinschätzung und darauf basierend dann mit verschiedenen Stakeholdern, die dazu eingeladen wurden, nochmal zu gucken, wo stehen wir denn eigentlich gerade und wie könnte ein Prozess zu mehr Weltoffenheit aussehen. Dann der Bereich, wie können wir die kommunalen Entscheiderinnen und Entscheider stärken. Das hat Frau Wittmann-Mauz ja auch gerade schon angesprochen, ne, zu gucken, ob man da Coaching, Supervision, verschiedene Angebote auch nochmal individuell zuschneiden kann. Und dann auch der Bereich Dialog. Also wie kann man den Dialog, eine Plattform schaffen, dass Personen dazu in Austausch kommen, die bis jetzt sich noch nicht dazu ausgetauscht hatten oder eben noch nicht irgendwie miteinander in Berührung gekommen sind und auch da zu gucken mit verschiedenen Formaten, wie man das fördern kann. Das haben wir insgesamt in 35 Modellkommunen durchgeführt. Und spannend ist natürlich jetzt auch nach 2 Jahren Projekt zu gucken, wie kann man da einen guten Transfer hinbekommen. Ne? Also was für Learnings ziehen wir aus dem Projekt? Welche Formate haben wir entwickelt? Was wollen wir beibehalten? Was könnte man vielleicht nochmal skalieren? Was könnte man für andere Kommunen nutzbar machen? Und auch dazu werden wir Ihnen gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Was natürlich auch, das kennen Sie auch schon, die Wissensplattform, aber ich möchte sie auch nochmal an diesem Punkt erwähnen. Die Wissensplattform trägt im Prinzip unser gebündeltes Wissen einerseits aus unserem Beirat, von unseren Expertinnen, Wissenschaft versus auch Praxis, ne, Best-Practice-Beispiele, all das ist gebündelt in unserer Wissensplattform. Und ich möchte Sie nochmal einladen, dass Sie, jetzt ist ja die dunkle Jahreszeit, vielleicht schnappen Sie sich einfach eine Tasse Kaffee oder Tee und setzen sich dann nochmal in Ruhe hin und schmökern so ein bisschen in den Artikeln. Da ist jetzt kontinuierlich immer wieder einiges dazugekommen und wird auch noch in den nächsten Monaten dazukommen. Und da sind wirklich ganz spannende Artikel, die es nochmal ermöglichen zu gucken, okay, was haben andere Kommunen gemacht, was hat gut funktioniert, ein paar spannende Interviews. Also wirklich nochmal ganz herzlich die Einladung, dass Sie sich das nochmal in Ruhe angucken. Okay. Ja, und mich interessiert auch noch, welche Kommunen waren das denn nun, die jetzt da alle dabei waren? Es war ja die Zahl, ich glaube, 35 davon die Rede. Genau. Ja, also das sieht man hier auf dem Chart. Also wirklich deutschlandweit sehr gut verteilt in fast allen Bundesländern. Und wir hatten Großstädte, kleine, mittlere Städte, Landkreise, wirklich so auch verteilt und so gemischt, auch vom Erfahrungsstand beispielsweise, dass eben neue Kommunen, die daran Interesse haben, die jetzt keine Modellkommunen sind, sondern sich auf eigene Faust auf den Weg machen, dass die sich eben auch an einer Stadt oder Landkreis ihrer Größe orientieren können. Genau. So. Ja, hier sieht man auch genau die Workshops, also anhand von Fotos. Jetzt fiel das Ganze ja in die Zoom-Zeit natürlich, in die Corona-Zeit. Von daher sieht man unten beispielsweise, unten rechts, ein sehr klassisches Bild von einem Zoom-Workshop in Krefeld in dem Fall. Aber man sieht auch, wir haben das, denke ich, überall geschafft, das auch ein bisschen interaktiv zu gestalten, aufzulockern. Es war nicht trocken, sondern hat auch Spaß gemacht. Und im Sommer letzten Jahres und diesen Jahres hatten wir auch das Glück, auch draußen tagen zu können oder im Ratssaal. Draußen sieht man beispielsweise letzten Sommer in Wittenberge im Zelt oder im Ratssaal in Ludwigshafen und in Mannheim. Eine Veranstaltung hatten wir hybrid oben in der Mitte in Rostock, aus der Not geboren sozusagen. Zu sagen, dass 8 Leute oder so im Raum saßen, die anderen per Zoom zugeschaltet. Ja, oder in einem Theatersaal da in Kaiserslautern. Mhm. So sah das aus. Und was konnte denn erreicht und oder bewirkt werden in den 2 Jahren? Genau, also bei den Selbstcheck-Workshops haben wir ja auch nachher immer Evaluationsgespräche geführt und von vielen Kommunen gespiegelt bekommen, ich schalte mal eben 2 weiter, von vielen Kommunen gespiegelt bekommen, dass der Prozess half bei der Legitimation auch für die eigene Arbeit. Dann, dass es die akteursübergreifende Arbeit stärken konnte, denn für
viele Kommunen ist das eine Selbstverständlichkeit heute. Aber wir hatten auch Kommunen dabei, für die war es neu. Auch ein bisschen ein Kulturwandel, akteursübergreifend von Verwaltung, Zivilgesellschaft, Politik, Migrantenorganisationen zusammenzuarbeiten. Und das haben wir gemerkt, in fast allen Selbstcheck-Workshops war das auch ein Impuls, gab so eine Aufbruchsstimmung, konnte die Motivation gesteigert werden. Dann war der Fragebogen auch sehr oft ein guter Anlass, fachbereichsübergreifend in den Austausch zu treten. Und einige haben uns auch geschildert, dass sie dadurch auch erst Aktivitäten aus anderen Fachbereichen kennengelernt haben und umgekehrt die Möglichkeiten hatten, ihre eigene Arbeit darzustellen. Und würde noch sagen, die meisten Fragen, die in fast allen Kommunen behandelt wurden, waren nach unserer Auswertung interkulturelle Öffnung und Antirassismus, eben auch als Haltung in Verwaltung und Politik und Kommunikation. Also ganz oft die Frage, wie erreiche ich die, die sonst nicht erreicht werden können, sowohl von der Aufnahmegesellschaft, aber auch von anderen Migrantenorganisationen. Ich würde gerne noch zu den Dialogveranstaltungen kommen. Genau. Erstmal so sahen die aus. Da waren viel mehr, die wirklich per Zoom, WebEx oder BigBlueButton stattfanden. Beispielsweise hier oben links in Dessau-Roßlau, oben rechts in Pforzheim. Und auch da hatten wir diesen Sommer die Möglichkeit, welche auch präsent durchzuführen. Man sieht oben in der Mitte Kaufbeuren oder unten in der Schule in Zwickau unten. Links und in der Mitte in Kempten waren wir für die Arbeitsgruppenphase nach draußen gegangen. Die Ansteckungsgefahr ist da am geringsten. Und in Gütersloh war es jetzt gerade letzten Freitag die Dialogveranstaltung mit über 80 Teilnehmenden. Das war toll. Ich würde hier auch die Frage, was wir bewirken konnten. So, aber meinen Zettel mal umdrehen. Also da die Vernetzung der relevanten Akteure war hier auch ein sehr wichtiger Punkt, auch mit Leuten aus der Einwohnerschaft. Allerdings war es nicht immer möglich, wirklich Leute, die sonst nicht ehrenamtlich aktiv sind, bei dem Thema noch zusätzlich zu gewinnen, sondern es sind doch oft die, die engagiert sind und auch sonst Interesse haben. Dann zweitens dieses Format überhaupt bekannt zu machen, dazu zu befähigen. Einige Kommunen haben sich dieses Format der Zoom-Dialogveranstaltung dann auch als Vorbild genommen, um eine ganze Reihe davon fortzuführen. Zum Beispiel in Wolfsburg oder auch in Wilhelmshaven soll das gemacht werden. Dann der Austausch zwischen den verschiedenen Akteuren, auch fachlich, also zwischen den verschiedenen fachlichen Perspektiven. Das letzten Freitag in Gütersloh erlebt, dass dann auch eine Moderatorin sagte, die Leute fanden das so spannend, mal die anderen Seiten zu hören, dass sie sagten, zu dem Handlungsfeld oder dem Thema sollten wir uns da viel öfter treffen im kleinen Kreis. Und es wurden oft Ideen eingebracht, die dann von der Verwaltung aufgenommen wurden. Ich erinnere mich in Ludwigshafen die Idee eines Willkommenspaketes. Also jedenfalls war das schon rege produktiver Austausch. Und zu Modul 3 würde ich jetzt wieder an Nina Mikulaschik weitergeben. So. Genau. Ja, also wir hatten auch ähnliche Punkte. Es gibt teilweise Überschneidungen, teilweise ist es ganz anders abgelaufen. Also das Modul 3 hatte ich vorhin schon erwähnt, das richtete sich explizit an die kommunalen EntscheiderInnen. Da hatten wir im Vorlauf, weil wir eben gesagt haben, wir brauchen ganz speziell zugeschnittene Angebote und auch nochmal so ein ganz individuelles Angebot, im Prinzip neue Formate, eine sehr ausführliche Bedarfserhebung durchgeführt, Interviews geführt, geguckt, was gibt es denn eigentlich schon auf dem Markt? Wir wollen das Rad jetzt nicht neu erfinden. Vielleicht kann man Dinge aber auch neu kombinieren, vielleicht und so weiter. Viele Gedanken, viele Hypothesen, die sich dann auch im Laufe der Zeit bestätigt haben oder widerlegt wurden. Und das Spannende ist, daraus haben wir dann unter anderem das Praxisforum Leadership ins Leben gerufen. Das ist eine Mischform aus Peer Consulting, Impulse Talk, Breakfast Talk, also um gezielt nochmal gerade zu den Themen, wir hatten ja vorhin schon Kommunikation, Konfliktmanagement, das wurde ganz dezidiert nachgefragt. Da hatten wir mehrere Veranstaltungen dazu, aber auch um gleichzeitig so eine Plattform zu schaffen, wo es möglich ist, sich zu vernetzen, sich auf Augenhöhe auszutauschen und auch einen geschützten Raum zu schaffen, zu sagen,
hier kann man ganz frei sprechen, das habe ich nicht jeden Tag. Ne? Gerade diese Personen, diese Zielgruppe stehen oft massiv unter Druck oder sind einfach sehr dieser Öffentlichkeit, ja, im Prinzip präsentieren sich anders in der Öffentlichkeit als in einem geschützten Raum. Und das wollten wir eben ermöglichen, da auch zu neuen Ergebnissen zu kommen und zu schauen, wie können wir da unterstützen. Dann aber auch individuelle Coachings, was ich auch spannend fand. Du hattest gerade schon gesagt, dass die Kommunen zum Teil die Formate selber so ein bisschen weiterentwickelt haben mit uns zusammen oder Ideen eingebracht haben. Und eine Weiterentwicklung war zum Beispiel, dass dann so Einzelcoachings auch zu Gruppencoachings wurden. Also dass wir gesagt haben, hey, das macht doch Sinn, auch nochmal in einem Landkreis Personen zusammenzubringen und da in etwas kleineren Formaten dann nochmal diesen Austausch zu ermöglichen. Auch das haben wir laufend evaluiert und geguckt, wie kann man das am besten irgendwie ja, durchführen, was wird gebraucht. Und das fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Okay. Ja, also ein O-Ton vielleicht noch aus unseren Auswertungsgesprächen, fand ich schön. In einer Kommune wurde gesagt, es hat total Spaß gemacht, schade, dass es jetzt schon vorbei ist. Mhm. Und genau, das haben wir ganz oft gehört, so in der Art. Damit sind wir durch. Genau, vielen Dank. Und genau, wir sehen uns aber gleich noch in den noch ein bisschen später in den Workshops. In den Workshops, genau. Absolut. Ich bedanke mich sehr, Frau Mikulaschek und Frau Walter, für die Einführung und bin dann auch sehr gespannt, was wir dann in den weiteren Gesprächen heute im Austausch voneinander erfahren werden und vielleicht auch von den anderen Kommunen, die da auch teilgenommen haben, was es da an Erfahrungswerten gibt. Vielen Dank an dieser Stelle erstmal. Um vielleicht auch den Bogen in den digitalen Raum zu spannen, würde mich total interessieren und an der Stelle können wir vielleicht einfach ausprobieren, ob der Chat auch funktioniert. Wer Lust hat, in dem Chat einmal sich kenntlich zu machen und zu sagen, in welcher Stadt die Person jeweils sitzt, das fände ich total spannend. Also sehr gerne an der Stelle den Chat schon mal aktivieren, damit wir eine Idee haben, wen wir alles so im Raum haben und vielleicht auch in welcher Ebene sozusagen zu diesem Projekt der weltoffenen Kommune der Bezug besteht. Und dann hoffe ich natürlich auch auf ein Feedback aus der Regie, ob das klappt mit der Chat-Funktion. Vielen Dank dafür und ich freue mich, zu meinen Gästen überleiten zu dürfen. Hallo und wunderschönen guten Morgen. Hallo. Ich hoffe, Sie sind gut auch in den digitalen Raum hier heute gekommen. Ich darf einmal Frau Stutz vorstellen. Und Frau Professor Bendel. Hallo. Dann Herr Demagani. Schön, dass wir uns wiedersehen nach den 2 Jahren. Und wir möchten heute darüber sprechen, welche Herausforderungen es gab in den letzten 2 Jahren. Wir haben jetzt sehr viel von dem auch schon gehört, was es eben an Projekten gab, auf welchen Ebenen die stattgefunden haben, welche Werkzeuge dafür verwendet wurden. Und daher wäre es total spannend, eben zu hören von Ihnen, Frau Dr. Stutz, mit welchem Ziel hat denn die Beauftragte für Migration, Geflüchtete und Integration, Frau Wildmann-Mautz, sich dazu entschieden, das Modellprojekt Weltoffene Kommune vom Dialog zum Zusammenhalt überhaupt zu fördern? Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich möchte hier gerne an der Stelle nochmal die herzlichen Grüße auch der Staatsministerin ausrichten, die mir das nochmal extra auf den Weg mitgegeben hat. Sie wäre persönlich auch gerne da gewesen, aber wir wissen es ja aus der Zeitung, heute tagen die Parteigremien der CDU auch über die Zukunft der Parteien. Deswegen hat sie mich gebeten, dass ich hier bin. Ja, das Ziel, das die Integrationsbeauftragte damit verfolgt, ist ganz ehrlich, einen wesentlichen Beitrag mit noch dazu zu leisten, dass unser Land insgesamt, ja, dass in unserem Land einfach das Selbstverständnis von Vielfalt noch stärker Einzug erhält. Im besten Fall sogar die Wertschätzung dafür, dass wir ein vielfältiges Land sind, aber mindestens eben dieses Selbstverständnis. Und wir haben heute ja schon viel über Weltoffenheit gehört. Weltoffenheit hat was mit Miteinander zu tun, die Offenheit dafür. Und die findet natürlich ganz konkret vor Ort in den Kommunen statt. Wir in Berlin sind eben häufig auch wirklich weit davon entfernt. Und deswegen war es das Ziel auch von Frau Wittmann-Mautz, dieses Projekt zu fördern, weil sie hat es ja vorhin auch gesagt, sie einfach toll fand, die Idee von Fineo auch in Kooperation mit der Bertelsmann-Stiftung ganz konkrete Unterstützungsangebote zu liefern. Und das ist ja ein ganz maßgebliches Ziel, die tatsächliche Unterstützung vor Ort, die ja auch mit dem Praxisforum Leadership und den anderen Modulen gelungen ist.
Ich möchte tatsächlich noch einmal sehr werben für dieses Einzelcoaching, von dem Frau Wittmann-Mautz ja auch sagte, was eine tolle Chance ist. Heute wissen wir, DAX-Manager nehmen das wie selbstverständlich in Anspruch. Wir als Verwaltung müssen da auch noch ein bisschen locker werden. Merken wir aber auch, dass wir auch das langsam anerkennen und sehen, das ist keine Schwäche. Wenn man Herausforderungen angeht, dann ist das was Normales. Und wenn man Unterstützung dabei haben kann, dann ist es toll. Und deswegen, Fatima Ghani und ich haben heute Morgen darüber gesprochen, dass das Projekt ja noch zwei Monate geht. Also ich glaube, ich hoffe, ich darf sagen oder dafür werben, das gerne auch noch in Anspruch zu nehmen. Und ein zweiter Punkt ist ein Ziel, wirklich die Vernetzung, von der wir heute auch schon viel gehört haben, dass einfach die Vernetzung und innerhalb der Kommunen stattfindet, der Erfahrungsaustausch, auch gerade mit den Migrantenorganisationen. Ja, und ein dritter Punkt ist sicherlich auch, dass das Ganze nachhaltig ist, ja, dass das auch nicht nur für das Modellprojekt und danach dann endet, sondern ja, dass all Sie, das kann ich, glaube ich, heute auch sagen, die daran teilgenommen haben unter ganz erschwerten Bedingungen, und das ist uns auch bewusst, in der Pandemie, wo viele sogar noch natürlich ganz andere Aufgaben dazu bekommen haben und trotzdem eigentlich ohne Zeit dafür zu haben, sich auch in diesem, ja, dieses Projekt angenommen haben, dass sich das alles noch weiterentwickelt und Ihnen auch noch ganz viele andere Kommunen einfach folgen werden. Und deswegen, damit höre ich dann auch schon auf, ist unser Ziel, dass das auch unter einer neuen Bundesregierung auch noch weiter weitergeht. Wir haben im Kabinettausschuss gegen Rechtsextremismus und Rassismus versucht, da im letzten Jahr auch einen Flock einzubringen. Die Bundesregierung hat sich da den Auftrag gegeben, kommunale Konzepte und Dialoge auch weiterhin zu fördern. Also nehmen Sie das gerne in Anspruch als Forderung auch gegenüber einer neuen Regierung. Und dann hoffen wir, dass dieser Weg, der beschritten ist, auch gern so weitergeht. Wir haben, wie es bei hybriden Veranstaltungen oft der Fall ist, einen Teil, der eben hier physisch zu Gast ist. Und dann haben wir aber Gott sei Dank auch noch zwei Menschen zugeschaltet. Und zwar ist das einmal Constanze Arndt, Oberbürgermeisterin der Stadt Zwickau. Herzlich willkommen, auch meinerseits natürlich. Können Sie uns gut hören und sehen? Ja, sehr gut. Vielen Dank. Ich grüße aus meiner schönen Stadt Zwickau. Wunderbar, sehr gut. Und dann haben wir einmal noch Stefan Löw, Landrat des Landkreises Dachau, ebenfalls zugeschaltet. Auch ein herzliches Grüß Gott aus Dachau, natürlich auch wunderschön da hier. Wunderbar. Eine Frage an Frau Professor Wendel. Sie untersuchen in Ihrer Forschung die komplexen Zusammenhänge in der Migrationspolitik in Deutschland und der EU. Was sind Ihrer Einschätzung nach die wichtigsten Aspekte für die Weiterentwicklung kommunaler Vielfaltsarbeit? Es sind im Wesentlichen drei wichtige Aspekte, würde ich sagen. Also wenn wir auf die EU-Ebene gehen, dann ist da ganz wichtig die Vernetzung. Also es gibt wirklich große Städtenetzwerke, es gibt Kommunennetzwerke wie die Eurocities, die Intercultural Cities, und deren großes Ziel ist es, sich miteinander zu vernetzen, in Austausch zu gehen. Also das würde jetzt hier die hiesigen Kommunen auch betreffen, einfach nochmal sich weiter auf der europäischen Ebene zu vernetzen und dann auch zu versuchen, die dortigen politischen Strukturen zu beeinflussen. Also Eurocities zum Beispiel ist ein starkes Netzwerk, das eben auch in Dialog mit der Europäischen Kommission tritt. Wir haben aber auch auf der Bundesebene, ich will gar nicht so weit auf die europäische Ebene springen, sondern auch auf der Bundesebene Untersuchungen gemacht mit meinem Kollegen Hannes Schammann in Hildesheim zum Thema Zwei Welten, Integrationspolitik in Stadt und Land, und haben in annähernd 100 Kommunen, große, kleine, finanzstarke, finanzschwache, ländliche, urbane, geguckt, wie haben die es eigentlich gemacht, wie sind eigentlich die in den letzten Jahren, in den letzten 6, 7 Jahren mit dem Flüchtlingszugang umgegangen, und wie haben sich dann Kommunen aufgestellt in der Verwaltung und in der Vernetzung mit Wohlfahrtsverbänden und mit Zivilgesellschaft auch. Und da haben wir ganz wichtige Aussagen von Bürgermeisterinnen, Landrätinnen, aber auch von Personen in den Wohlfahrtsverbänden, in der Zivilgesellschaft bekommen, die gesagt haben, eigentlich waren es doch wir,
die jetzt in den letzten Jahren die Integration vor Ort gestemmt haben. Wir waren es doch. Mhm. Und wir würden uns gerne miteinander mehr austauschen. Und das ist ja das, was Ihr Projekt macht. Die Kommunen auch in Austausch bringen und gucken, was sind gute Beispiele? Was funktioniert besser als was anderes? Kann man das übertragen? Eignen sich Modelle für die Fläche oder auch nicht? Muss man da genauer gucken, das können nur Finanzstarke leisten und das nicht. Und das andere Thema ist, auf die nächsthöhere Ebene, Sie haben schon die europäische angesprochen, aber fast alle, ich glaube 80% der Befragten in diesen 100 Kommunen in der Verwaltung haben gesagt, wir möchten eigentlich, dass wir auch mehr gehört werden im Land. Wir möchten gerne unsere Erfahrungen weitertragen auf die nächsthöhere Ebene, aufs Land. Und noch über 50% der Kommunen, auch der Kleinen, haben gesagt, wir möchten gerne unsere Erfahrungen auch auf den Bund weitertragen. Und Herr Löwel, Sie haben das ja auch gemacht. Wir waren ja zusammen auch in der Fachkommission Integration. Da haben Sie ja genau Ihre Erfahrungen im Landkreis auch bis in die Bundesebene mit hineingetragen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Anliegen der Kommunen, soweit wir sie Ihnen jetzt quasi als Wissenschaftlerin, Wissenschaftler ein Sprachrohr sein können. Ja, vielen Dank dafür. Ich habe gesehen vorab, dass Sie genickt haben an einigen Stellen. Haben Sie Lust, an der Stelle vielleicht auch zu teilen, was Ihre Erfahrungswerte waren und gerne auch Herausforderungen? Nun, mein Ansatz war und ist es nach wie vor oder auch das, was ich so empfinde als Mensch, als Bürger in meiner Region, dass ich gerne an dem Bild, wie wir Migration wahrnehmen, etwas, daran möchte ich mithelfen, es zu verändern. Migration wird immer mit dem typischen Flüchtling, der aus Kriegsgebieten nach Europa oder Deutschland kommt, wahrgenommen. Migration ist aber deutlich mehr, findet auf ganz vielen verschiedenen Ebenen statt. Und ich möchte gerne in meiner Stadt und meiner Region erreichen, dass erstmal der Blick auf die Migration ein deutlich breiterer wird und damit auch die vielen positiven Effekte, die wir ja dadurch haben, wahrgenommen werden. Also es ist eine Bereicherung für uns, ne? Nicht nur im kulturellen Bereich, auch im wirtschaftlichen, im Stadtleben ist ja heute auch eine Stadt Zwickau ohne Menschen, die aus anderen Kulturkreisen, Ländern, Regionen dieser Welt zu uns gekommen sind, gar nicht mehr vorstellbar. Und bei uns findet schon sehr viel Migration und Integration statt, aber wir nehmen es gar nicht so wahr, was vielleicht auch wiederum positiv ist. Und auf der anderen Seite wird zu sehr auf die, ich sag mal, Probleme geschaut, die sicherlich auch mit Integration in Verbindung stehen und zu wenig auf das Positive geblickt. Und an sich ist das eine Arbeit, die man hier vor Ort leisten muss, wo man wahrscheinlich sehr kleinteilig ist. Es ist nichts, was man mit einem Programm über alle gezogen umsetzen kann, sondern wir müssen wirklich auch gucken, an welcher Stelle können wir die Personen greifen. Und im Vorgespräch wurde es auch erwähnt, dass das Ziel ist, dass wir auch mit den Menschen in Kontakt kommen, die typischerweise sich nicht für Integration interessieren. Denn wir haben natürlich auch sehr viele einschlägige Initiativen, Vereine, Engagierte in der Zivilgesellschaft, die sich dort sehr stark einbringen. Aber ich erreiche natürlich nie, ich sag mal, die anderen, die vielleicht Befindlichkeiten haben, Ängste haben. Und mit denen müssen wir doch ins Gespräch kommen. Und das war und da war das Projekt oder ist das Projekt Weltoffene Kommune natürlich ein sehr schöner Ansatz gewesen, zu sagen, lasst uns mal zusammenkommen, dort wirklich auch Personengruppen anzusprechen, die bei der Einladung zu der Dialogveranstaltung sich gefragt haben, was soll ich hier? Was ist jetzt was? Ich habe doch eigentlich mit Integration nichts zu tun. Aber genau die sind es, mit denen wir dort ins Gespräch kommen sollen. Und ich denke schon, dass wir auch hier vor Ort zumindest erreicht haben, dass erstmal ein anderes Verständnis da herrscht und wir heute auch schon deutlich offener und auch kreativer damit umgehen. Das zumindest kann ich jetzt an der Stelle schon mal sagen. Frau Arndt, vielleicht können Sie da
etwas mit uns teilen, sozusagen aus dem vielleicht kommunalen Nähkästchen plaudern. Wie hat es dann geklappt, dass Sie sozusagen die Leute erreicht haben, die sich nicht primär angesprochen gefühlt haben? Hat es dann ein anderes Wording gebraucht? Hat es dann einen anderen Veranstaltungsraum gebraucht? Wie können wir uns das vorstellen? Wir haben, oder mir war wichtig, dass wir bei denen, die wir einladen, wirklich sehr breit sind. Also verschiedene Organisationen und auch an Arbeitgeber herantreten, also Vertretern aus der Wirtschaft, weil meine Idee ist, dass man über den Arbeitsort auch Integration machen kann. Und der Arbeitsort ist keine selbstgewählte Gemeinschaft, sondern dort wäre ich damit konfrontiert. Mein privates Umfeld kann ich mir ja aussuchen. Und für den ersten Termin, den wir dort angesetzt hatten, hatten wir sehr wenig Rückmeldungen und es gab auch ein paar organisatorische Themen, sodass ich mich entschlossen habe, den Termin lieber zu verlegen, nochmal neu einzuladen, nochmal in das Anschreiben etwas mehr Informationen hineinzugeben und gegebenenfalls mit den einen oder anderen, die keine Rückmeldung gebracht haben, mal persönlich zu sprechen und zu sagen, es wäre mir wichtig, dass ihr dabei seid und wir brauchen euch an der Stelle. Und ich würde behaupten, dass wir eine sehr große, breite Veranstaltung dort hatten. Wir waren die in der Schule. Und natürlich haben wir unsere kommunalen Unternehmen dort mit einbezogen, auch andere Behörden in unserer Stadt, also auch die Polizei und auch private, also wirtschaftliche Organisationen wie die IHK. Denn wie gesagt, ein Ansatz von mir ist, vor allen Dingen über die Arbeitswelt Brücken zu bauen, um eben dort ja, an Integration und Migration zu arbeiten. Vielen Dank für den Einblick. Herr Löw, wie sieht es aus Ihrer Perspektive aus? Ja, also das Projekt fand ich sehr, sehr gut, weil es aus meiner Sicht drei Blickwinkel nochmal ermöglicht hatte, wobei der Schwerpunkt aus meiner Sicht im ersten war. Und so der erste Blickpunkt aus der Verwaltung heraus mit diesem standardisierten Selbstcheck, den wir gemacht haben. Und da ist mir doch aufgefallen, dass in einigen der Bereiche bei mir in der Verwaltung noch immer, gerade wenn man aufs Ausländeramt oder auch auf das Sozialamt schaut, immer noch mit einem abwehrenden, sehr negativen oder restriktiven Verwaltungsumgang da ist, was die letzten 40, 50 Jahre ja eben auch so vorgegeben und vorgelebt wurde. Diese unsägliche Diskussion, ob Deutschland ein Einbürgerungsland ist, war aller Fakten einfach hier negiert wurde und dementsprechend auch das Verwaltungshandeln, auch die Gerichtsentscheidung in vielen Bereichen da ist. Und wo wir uns halt jetzt überlegen müssen, gerade Blick Fachkräftezuwanderung, aber auch die einfache Realität mit den zwei, dritt, viert Generationen, die wir hier vor Ort haben an Migranten, dass wir einfach zu einem Bürgerservice umgehen müssen. Das ist eine vergleichbare Entwicklung, auch wenn sich eins zu eins vergleichbar ist im Bauamt. Früher war man halt der, der gnädigerweise Baurecht gegeben hat und heutzutage ist man die Behörde, die berät und Bauwünsche versucht einfach zu ermöglichen, im Rahmen natürlich der bestehenden Gesetze. Und da ist in der Verwaltung, glaube ich, in vielen Bereichen einfach auch noch ein Wechsel der Perspektive notwendig, aber auch natürlich eine Befähigung. Thema Sprachkenntnisse oder allgemein Kommunikationsvorhalten. Von der Polizei war mal der schöne Begriff oder eigentlich war es im Asyl- und Ausländerberat bei uns. In vielen Ländern rennt man von der Polizei weg und den Menschen muss man beibringen, dass man zur Polizei hingeht, wenn man Hilfe braucht bei uns in Deutschland. Und das sind einfach solche Bereiche, wo die Gesellschaft noch ganz viel Integrationsleistung bieten muss. Das zweite ist der Blickpunkt der Migranten natürlich. Da gibt es einmal die, die schon lange hier sind, aus welchen Gründen sie auch gekommen sind. Manche haben ja auch dann deutsche Pässe, Russlanddeutsche. Manche sind relativ gut integriert, auch wenn sie keinen deutschen Pass haben. Viele gehen über die Arbeit, was die Kollegin aus Zwickau eben gesagt hat. Wenn man einen Job hat, ist die Arbeit und das Wohnen, das sind so die beiden Kernpunkte für gelingende Integration, Kernvoraussetzungen. Mit dem dritten Punkt vielleicht Bildung noch, den wir dabei haben. Aber wir haben natürlich auch noch den Blick eben auf die Neuzugewanderer, gerade bei dem Bereich Asyl. Und da sind wir oft dann in einer, gar nicht direkt jetzt erstmal auf die Zuwanderung gesehenen Ressourcenkonkurrenz. Wir sind im Bereich, wo es keinen Wohnraum gibt. Und dann sind alteingesessene Migranten, niederschwellige Deutsche und eben Neuzugewanderte plötzlich in einem Kampf der Ressource Wohnraum, der bei uns hier sehr, sehr eng ist. Und dann wird er halt gleich emotionalisiert. Also auch eine große Herausforderung, wo wir dann tätig werden müssen,
Ich sage es immer, der Österreicher, der zu uns kommt, oder der Bayern-Spieler, egal wo aus der Welt kommt, hat meistens nicht die Probleme, die wir meistens mit Integration verbinden. Diese Probleme haben andere. Und da ist die Frage, ist Integration tatsächlich das eigentliche Problem oder ist das nur ein Zeichen für Probleme, die wir generell haben? Zugang zu Bildungsmöglichkeiten und so weiter. Und der letzte Punkt, mit dem wir uns beschäftigen, ist natürlich die Partizipation. Und da meine ich jetzt nicht zwingend gleich die politische, was ja sehr umstritten oder immer wieder mal umstritten ist, sondern allgemein die gesellschaftliche. Wir haben einige Vereine, Migrantenvereine, Sportvereine, die nur türkisch, griechisch oder italienisch sind. Und wir versuchen gerade ganz stark eben das klassische Ehrenamt, was wir haben, eben hier für alle aufzumachen. Also warum auch nicht in Trachtenvereinen Migranten aufzunehmen oder in Schützenvereinen, bei der Freiwilligen Feuerwehr so oder so. Und das ist bei uns im Land ganz stark. Also die gesellschaftliche Partizipation der Migranten dann auch wieder aufzumachen, ein schwerer Weg, weil Migranten natürlich sich da erstmal unwohl fühlen. Und meistens muss man ja in so eine Gesellschaft reinkommen und wenn man dann schon mit der Sprache oder auch mit den Traditionen da ein Problem hat, dann ist es schon für einen Norddeutschen schwierig, sich hier in Bayern durchzusetzen, geschweige denn für jemanden aus ganz anderen Kulturkreisen. Das sind Aufgaben, wo überall die Kommunen vor Ort einfach unterstützen können, sei es der Landkreis, sei es aber natürlich auch die Gemeinde oder die Stadt. Absolut. Ich würde auf jeden Fall, bevor wir gleich nochmal in die Fragen gehen, also mir sind da schon diverse Fragen eingefallen, die wir vielleicht dann nochmal im größeren Kreis besprechen können. Vorher würde ich gerne eine Frage an Herrn Demagani stellen. Und zwar, wie können denn die Instrumente, die im Rahmen des Modellprojekts in den drei Säulen erarbeitet und getestet wurden, bei der Bewältigung dieser Herausforderungen unterstützen, also bei denen, die bisher genannt wurden? Ja, ich glaube, wir haben hier eben gerade zwei wunderbare Beispiele kennenlernen dürfen, wie es ganz genau konkret funktioniert. Auf der einen Seite bietet das Projekt Weltoffene Kommune einen Gerüsten, Orientierungsrahmen, um auf der Basis dieser 7 Handlungsfelder, je nachdem, wie der Entwicklungsstand der Kommune ist, stärker reinzugehen. Das fängt an von A wie Arbeit bis Z wie Zusammenhalt, über Management, interkulturelle Öffnung, Konfliktberatung und so weiter. Und wir sehen ja, hier wurde das Gerüst auf 2 unterschiedliche Arten genutzt. Bei dem Beispiel aus Zwickau war der Fokus mehr auf der Thematik Einbindung der Stadtgesellschaft, Kommunikation, Dialog. Bei dem Beispiel aus Dachau war der Fokus stärker auf der Verwaltung und dem Selbstcheck und zu sehen, wo steht man, wo hat man Stärken, wo hat man Schwächen, was möchte man auf der Basis sozusagen angehen. Beide Beispiele zeigen, dass man Weltoffenheit, Integration, gesellschaftlichen Zusammenhalt verbessern kann, managen kann, durch Kooperation da bessere Ergebnisse erzielen kann und natürlich das demokratische Element an der Stelle stärken kann. Von daher vielen Dank an die beiden, natürlich auch vielen Dank nochmal hier auch von meiner Stelle im Namen von FINEO an die Bundesbeauftragte und hier stellvertretend Frau Dr. Schutz für die Unterstützung, Frau Bendel auch, dass sie beim Beirat sehr gut unterstützt hat. Wir hatten ja einige interessante Diskussionen da und natürlich auch einen herzlichen Dank an unseren Projektpartner, die Bertelsmann Stiftung, die uns heute auch ermöglicht, in diesem tollen Studio zu sein. Wie sehen denn die Erkenntnisse aus und auch Erfahrungswerte sozusagen mit den Menschen, ne? Also jetzt so hinter den Institutionen, wie nehmen die Menschen das sozusagen auf? Was sind da so die Erfahrungswerte, Feedback, direktes? Genau, also da haben wir bei den 35 Kommunen natürlich die gesamte Bandbreite, je nachdem, wie es angewendet wurde. Ein ganz guter Indikator ist eigentlich der Ablauf der Selbstcheck-Workshops, wo also die Ergebnisse besprochen wurden mit Stakeholdern aus der Stadt. Und da kann man sehen, dass es immer eine sehr lebhafte Diskussion war, dass es auch sehr stark immer davon gelebt hat, wie die Stadt oder Kommunenspitze sich selber involviert hat, je nachdem, welches Signal davon ausging. So war dann auch der weitere Verlauf. Das ist auf jeden Fall eine Erkenntnis, die wir an der Stelle mitnehmen können. Und auch in den Dialogformaten haben wir positive Erfahrungen gemacht. Das heißt, wir haben keine Erfahrung gemacht, dass das konfliktreich abgelaufen ist. Wie sehen das die beiden Damen? Gab es da Feedback von
Menschen direkt, was sie mitgenommen haben und sich dachten, oh, das haben wir noch gar nicht berücksichtigt oder gar nicht bedacht? Ich war jetzt nur im Beirat, ich war nicht direkt vor Ort, ne? Das können Sie viel besser erzählen als ich. Ich würde nun mal eine Sache noch zu bedenken geben. Wir haben so ein kleines Projekt gemacht im Rahmen meiner Tätigkeit an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zu Covid. Und das Ergebnis zu Covid war, dass die ganzen Integrationsbemühungen, die auf der kommunalen Ebene gelaufen sind, wirklich total zurückgeworfen wurden. Und das würde ich gerne noch mit in die Diskussion eingeben und noch mal vielleicht auch zurückfragen, wie Ihre Erfahrungen da sind. Wir haben festgestellt, beim Zugang zum Arbeitsmarkt, ne, wir haben ganz harte Daten vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, dass diejenigen, die am meisten betroffen waren von Covid, diejenigen waren, die in Gaststättengewerbe, in der Hotellerie, eben in all jenen Branchen tätig sind, die am meisten von Covid betroffen waren, von Schließungen, ne? Dann möglicherweise diejenigen waren, die als Letzte eingestellt waren, die die geringste Betriebszugehörigkeit hatten, also auch da die Ersten waren, die gehen mussten. Und unter diesen Menschen mit Migrationshintergrund überwiegend, die es getroffen hat, waren nochmal sehr, sehr hoher Anteil an Geflüchteten, die also als Allerletzte gekommen waren und da nochmal in sehr prekären Beschäftigungsverhältnissen waren. Dann haben wir bei den Sprachkursen, bei den Integrationskursen. Wir haben überall, auch im natürlich beim Homeschooling, so große Probleme gehabt, insbesondere bei Personen, die wenig Ressourcen hatten. Herr Löwel hat schon gesagt, es ist nicht immer der Migrationshintergrund. Ne? Das betrifft auch andere Personen, die jetzt nicht die Ressourcen haben, um jetzt noch einen PC anzuschaffen oder die in geflüchteten Heimen sitzen ohne WLAN. Es gibt immer noch, ne, auch in sogar in reichen Kommunen, immer noch Heime ohne WLAN, wo die Kinder einfach keine Chance hatten, den Anschluss an dieses Homeschooling zu haben und dann eben auch gerade bei den Neuzugewanderten die Eltern noch nicht in der Lage sind, das Schulsystem zu durchschauen, bestimmte Lernformen und natürlich auch die deutsche Sprache zu beherrschen etc. Beim Zugang zur Gesundheit, beim Zugang zum Wohnen, bei all diesen Teilhabebereichen stellen wir fest, dass wir richtige Defizite haben und wir müssen jetzt aufpassen in den Kommunen, wo ja das Know-how jetzt ist und wo sie das aufgebaut haben, auch in den Verwaltungen, ne, dass die Strukturen da sind, dass wir jetzt, wir stellen fest bei den Kommunen, die wir vor 2 Jahren interviewt haben, da sind nicht mehr die Integrationsbeauftragten, da sind nicht mehr die Bildungsbeauftragten. Die sind entweder sind die Projekte ausgelaufen, weil man gesagt hat, na, es kommen ja gar nicht mehr so viele, die brauchen wir wohl nicht mehr. Dann ist das Know-how, das vielleicht bei diesen Personen konzentriert war, weg. Mhm. Oder die Personen haben uns gesagt, ich sitze gar nicht mehr in der Integration, ich sitze jetzt im Gesundheitsamt. Mhm. Und da wäre jetzt mein großes Petitum, dass wir die Integrationsleistungen und all dieses Know-how, was wir aufgebaut haben in den Kommunen, auch mit diesen Modellprojekten, dass wir das jetzt nicht über Bord werfen, leichtfertig, sondern dass wir jetzt sagen, ja, wir wissen, dass Integration ein langfristiges Projekt ist, das sagen uns alle Bürgermeisterinnen und Landräte. Das ist ein Marathon und kein Sprint und wir können jetzt nicht aufhören und sagen, so, das war's. Sondern wir wissen, es kommen neue Leute zu uns, kommen Afghaninnen und Afghanen zu uns. Und die, die da sind, die sind noch lange nicht integriert. Im Gegenteil, die wurden zurückgeworfen. Mhm. Vielleicht können wir auf den Aspekt der Nachhaltigkeit eingehen. Also ich möchte mich zunächst einmal eins zu eins dem anschließen, was Frau Professor Bennel gesagt hat. Genau das Gleiche bekommen wir auch gespiegelt. Und beispielsweise im Bildungsbereich geht es ja dann tatsächlich auch über Ausstattung hinaus. Jeder der Kinder, der weiß, wenn die Schule zu war oder man einfach weniger irgendwie Angebot hat, dann ist was anderes, ob Eltern die Kinder unterstützen können oder ob man vielleicht einfach miteinander braucht. Und wenn ich schon gar nicht in die Situation komme, vielleicht als geflüchtete Familie, eine Familie zu finden, ach, die, wo sich Kinder austauschen, vielleicht auch unterstützen im Homeschooling. Das sind alles so Herausforderungen neben vielen, die ja auch in Zwickau und Dachau genannt wurden. Also ist es nicht weniger zu tun, sondern eigentlich noch mehr, gerade durch die Pandemie. Und gleichzeitig ist mit Blick auf die Nachhaltigkeit möchte ich noch mal einen Punkt aufgreifen. Hallo. Frau Arndt, wir können Sie hören. Ach genau. Hallo? Können Sie uns hören? Wir hören gerade. Den wir in Zwickau gehört haben. Und ganz kleinen Moment, ja, dass wir kurz ein Feedback bekommen. Frau Arndt, Herr Löw, können Sie uns hören? Ach nee. Okay. War das gerade eine Wortmeldung oder
eine technische Rückfrage von Ihnen, Frau Arndt. Bin jetzt wieder da, aber ich habe gerade das Gespräch von den beiden Damen nicht mitbekommen. Ach so, okay. Vielleicht können Sie noch mal kurz zusammenführen. Genau. Ich wollte vielleicht auch gerade noch mal gerade auf das, was Sie in Zwickau geschildert haben, eingehen. Wir sprechen natürlich heute über die Herausforderungen in Kommunen, aber es geht ja auch weiter, wenn es um das Miteinander vor Ort geht und wirklich ja die Förderung auch von Partizipation, von Selbstverständlichkeit, von Vielfalt, dann glaube ich, haben Sie was ganz Wichtiges gesagt, dass gerade so die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen vor Ort, vielleicht auch der Mittelstand, die Industrie vor Ort, natürlich auch eine ganz wichtige Rolle haben und einen ganz wichtigen Beitrag leisten können, auch in Zukunft. Und das ist, glaube ich, auch ein Bereich, dass man, also es ist nicht, dass Politik, Verwaltung sagt, dafür bin ich nicht zuständig, aber es ist einfach ein Ineinanderwirken von verschiedenen Akteuren. Und ich glaube, da wird man in Zukunft vielleicht auch nochmal gucken, wie können wir das wirklich erreichen, dass da auch Impulse wirklich auch von den Arbeitgebern und Arbeitsorganisationen auch ausgehen. Darf ich dazu was sagen? Sehr gerne, Frau Arndt. Also erstmal möchte ich die Bedenken zerstreuen, dass aufgrund von der Corona-Pandemie, die sicherlich nicht immer förderlich gewesen ist, die Bemühungen für Integration sich vor Ort verringern. Das geht schon deshalb nicht, weil nach wie vor die Notwendigkeit da ist und wir ja das auch sehen. Gerade in meiner Region ist es so, dass wir einen ganz enormen Bedarf an Fachkräften, Arbeitskräften haben. Wir werden das mit unserer demografischen Entwicklung hier nicht, ich sage mal, aus dem eigenen Bevölkerungspool leisten können, nicht mal mit dem, was hier im näheren Umfeld für uns, ich sage mal, zur Verfügung steht. Das heißt, die Wirtschaft ist dort im Moment sehr offen, sich in diesem Prozess zu beteiligen. Auch hier mit der Agentur für Arbeit bin ich dort im Austausch. Der Behördenleiter ist an der Stelle auch sehr engagiert und wie gesagt, auch im Gespräch mit vielen Unternehmern spüre ich, dass die auch willig sind, sich in den Bereich Integration viel stärker einzubringen und Verantwortung zu übernehmen. Das, was Unternehmer brauchen, und das kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung aus meiner Vorbeschäftigung sagen, die ja noch nicht so lange vorbei ist, Arbeitgeber brauchen Unterstützung und zwar ganz praktisch. Ich habe versucht, einen Sprachkurs zu finden für einen Azubi-Praktikanten, der einfach eine etwas spezifischere Sprachausbildung brauchte. Es war unmöglich. Also das sind so Kleinigkeiten, an denen man manchmal scheitert. Bis dahin, dass natürlich Unternehmen, die mit viel Hingabe sich für Integration eingesetzt haben, Menschen ausgebildet haben, angelernt haben, dann miterleben müssen, wie nun diese dann abgeschoben werden. Das ist sicherlich auch nochmal eine Frage, wie wir unsere Gesetzgebung dort zukünftig gestalten wollen. Damit verlieren sie natürlich dann auch das Engagement im Unternehmen. Aber viel mehr darüber nachzudenken, wie kann man Unternehmen dahingehend unterstützen. Ich glaube, die brauchen manchmal einfach einen Mediator oder den, der sich um die richtige Maßnahme kümmert, um in dem speziellen Fall dem Arbeitnehmer die Unterstützung zu geben, die derjenige eben braucht. Ich denke, ganz viel ist das Thema Sprache dort und auch Kulturvermittlung braucht man eben einfach auch Leute und Ressourcen. Ist dann immer auch am Ende eine Frage des Geldes, die dort im speziellen, im detaillierten Fall ganz konkret Unterstützung leisten. Vielleicht kurz ergänzen, auch was Benja gerade vorhin gesagt hat. Also diese Projektoritis, die wir haben, für 2, für 3, für 5 Jahre was aufzubauen, was nachher die Kommunen weiter fortführen sollen und müssen, die ist in diesem Bereich ganz, ganz schlimm. Und also auch in vielen anderen Bereichen, weil bei den Kommunen landet am Endeffekt ja alles. Wir müssen sowohl die gesetzlichen Ansprüche, wie auch alles, was man nebenbei als sogenannte freiwillige oder teilfreiwillige Leistung machen muss, irgendwie arbeiten, stehen tagtäglich sowohl vor der finanziellen, aber auch vor der personellen Herausforderung, wer macht's denn und wer kann's bezahlen. Und natürlich sind dann Förderprojekte, wo man für 3 Jahre irgendeine Stelle gefördert bekommt, ganz, ganz gut, aber eben nicht nachhaltig. Und auch wenn ich der Meinung bin, dass wir auch der Community der Migranten etwas
nennen Sie es mal, abverlangen dürfen. Also dort zum Beispiel Ehrenamtliche, wir nennen bei uns diese Mitbürger und Mitbürger Kulturdolmetscher, die zusammen mit der Verwaltung sozusagen versuchen, unser Gesundheitssystem, unsere Abfallwirtschaft, unser Bildungssystem dann in der jeweiligen Kultur darzustellen. Also welche, die schon länger hier sind, vermitteln es dann ihren eigenen ehrenamtlich aus ihrem Kulturkreis kommenden in der eigenen Sprache idealerweise noch weiter, wie das bei uns funktioniert. Aber auch so ein Ehrenamt muss organisiert werden, muss geschult werden, muss ausgestattet werden. Und das geht nur mit hauptamtlichen Kräften in den Kommunen. Und wenn das immer nur projektmäßig ist, dann hat man jemand, der hat eine Idee, der baut die Idee auf. Und wenn sie dann eigentlich jetzt gerade lauslaufen soll, ist der Mensch dann oft wieder weg. Und irgendwo sind wir Kommunen tatsächlich hier mit unserer Kraft endlich. Also deswegen bitte ich hier auch alle, die dabei sind, weltoffene Kommune, solche Projekte müssen dauerhaft finanziert werden, seitens des Bundes am besten, vielleicht sogar über die Arbeitsagentur, wenn es mit Blick auf Fachkräfte geht, dass dort solche Stellen eingerichtet werden und dann dauerhaft mit dabei sind. Wir Kommunen machen auch was, aber wir können es nicht alleine machen. Vielleicht mit Blick auf die Tatsache, dass es eben noch zwei Monate Laufzeit gibt und eben vorhin auch die Einladung sozusagen ausgesprochen wurde, diese Zeit auch noch zu nutzen. Wie sieht es perspektivisch aus, Herr Demagani? Ja, also das Feedback zeigt ja, dass wir mit dem Projekt sozusagen eine Leerstelle adressiert haben, die relevant ist. Und auch das letzte Statement aus Dachau und von Herrn Löwel zeigt, dass es da eine Verstetigung braucht. Jenseits dieses Modellprojektes könnte man also argumentieren, auch das aufgreifen, was Frau Professor Bendel gerade gesagt hat, dass es eine Verstetigung der Integrationsaufgaben auf der kommunalen Ebene braucht, also eine Überführung ins Regelsystem, eine gesetzliche Grundlage dafür, dass Integration auch auf der kommunalen Ebene adressiert wird mit der entsprechenden Finanzierung. Da kann sicherlich Frau Dr. Stutz mehr dazu sagen, wenn sie denn möchte. Aber das ist jetzt, sage ich mal, ein größeres politisches Brett, das es da an der Stelle zu bohren gilt. Für unser Projekt jetzt selber könnte man sagen, das ermutigt das Feedback. Wir sind dankbar dafür. Wir müssen natürlich jetzt sehen, wie alle anderen auch, wie gehen die Koalitionsverhandlungen weiter. Frau Dr. Stutz hat schon gesagt, dass es eine Grundlage geben könnte in dem sogenannten Kabinettsbeschluss gegen Rechtsextremismus und Rassismus, wo die kommunale Arbeit auf der Basis von Dialog, aber auch konkreter Arbeit hin zur Weltoffenheit gestärkt werden soll. Mein letzter Stand war, dass noch nicht alle Gelder dafür zur Verfügung stehen. Also das wäre sicherlich auch noch mal eine Hausaufgabe für die Ampelkoalitionäre, das an der Stelle sicherzustellen. Wir würden sogar auch dafür plädieren, dass man diesen Kabinettsausschuss fortführt, weil der hat ja gerade erst mit der Arbeit angefangen und die Legislaturperiode war dann noch relativ kurz und dass halt Erkenntnisse wie das Projekt Weltoffene Kommune da auch in die weitere Gestaltung einfließen können, genauso wie die Dinge, die Frau Professor Bendel benannt hat. Da gibt es ja auch sehr viele sachkundige Institutionen, wie das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, das auch beauftragt wurde, ein Integrationsmonitoring zu entwickeln und auch ein Rassismusmonitoring. All diese Sachen müssen verstetigt werden, genauso wie die sehr vielen guten Empfehlungen des Sachverständigenrates für Migration und Integration, die sich auch tatsächlich in ihrem letzten Gutachten ganz dezidiert der Aufgabe gewidmet haben, wie man die Vielfalt in unserem Land / Weltoffenheit gestalten kann, weil das geht ja auch noch über das Thema Integration hinaus. Ich darf an der Stelle schon mal in das Publikum hineinfunken und darauf hinweisen, dass Fragen sehr gerne in den Chat gestellt werden dürfen. Wer, wie gesagt, mit Kamera dabei sein möchte, darf diese gerne aktivieren und sich damit auch kenntlich zeigen. Ansonsten dürfen die Fragen auch in den Chat geschrieben werden und die kommen dann an mich und ich würde die dann entsprechend an die Runde stellen und gerne auch, wenn Sie uns sagen, an wen die Frage gerichtet werden soll. Was mich jetzt auch noch interessieren würde, wäre,
Ich stelle mir gerade vor, Menschen, Personen, die eben nach Deutschland kommen und dann aber vor der Herausforderung stehen, überhaupt diesem bürokratischen Apparat dazu einen Zugang zu finden, um überhaupt zu verstehen, welche Angebote gibt es, inwieweit bin ich vielleicht dann dafür befähigt oder befugt, dann die sozusagen in Anspruch zu nehmen. Und da wird ja dann oft auch von sehr viel, ja, wie soll ich sagen, so Brückenbauarbeit geleistet, auch von Menschen, die eben selbst vielleicht vor längerer Zeit nach Deutschland gekommen sind, die da diese Übersetzung sozusagen leisten. Wie funktioniert das? Wie kann man da noch sozusagen Zugänge noch vereinfachen, Barrieren verringern? Ich stelle die Frage gerne in die Runde, wer sich da, ja, Frau Arndt. Das ist ein schönes Stichwort, weil das auch etwas ist, was zum einen bei mir persönlich mir bewusst geworden ist und auch bei uns in der Verwaltung nochmal ein Aha-Effekt gewesen ist. Wenn man sich mit Integration beschäftigt und wie ist Verwaltung darauf eingestellt, bekommt man natürlich auch mit, es geht nicht nur um Menschen, die eine andere Sprache sprechen. Also wie fühlt sich jemand, der beispielsweise aus Südeuropa kommt und einen Antrag in der Stadtverwaltung Zwickau abgeben muss? Da geht es schon damit los, wie sprachfit sind unsere Mitarbeiter an manchen Stellen. Es ist ja auch wichtig für Menschen, die aufgrund von Hörschäden, weil sie nicht sehen können, einen Zugang zur Stadtverwaltung brauchen. Also an sich ist da auch Integration und Barrierefreiheit ja nicht nur an Menschen gerichtet, die aus einer anderen Kultur und einem anderen Sprachraum zu uns kommen, sondern das ist auch wichtig und sinnvoll für Menschen, die hier in Zwickau vielleicht schon lange leben, aber eben nicht sehend oder nicht hörend sind. Und die profitieren natürlich auch davon, wenn man sich generell mal die Frage stellt, wie barrierefrei ist Verwaltung eigentlich, einfache Sprache zu finden. Ich glaube, da wären viele von uns dankbar, wenn wir Formulare schneller verstehen und überblicken könnten. Also einschließlich auch der Mitarbeiter in der Stadtverwaltung und Stadträten. Ne? Da könnten wir, glaube ich, insgesamt in Deutschland viel dafür tun, um bei manchen Ausfertigungen, Gesetzestexten, Verordnungen und Formularen es uns allen etwas leichter zu machen. Herr Löß, Sie hatten gerade genickt bei der Barrierefreiheit in... Ja, also das ist natürlich ein ganz großes Problem. Ich hatte mal bei mir abgefragt, ich habe ungefähr 450 Mitarbeiter und dann haben wir mal intern prüfen wollen, wie viele davon Migranten sind. Und leider Gottes sind solche Systeme bei uns natürlich schwierig. Wir konnten über das Personalsystem einfach mal nur nach Staatsangehörigkeit und nach Geburtsort suchen. Also nach den beiden. Und dann kamen wir bei mir im Landratsamt auf 16% mit ran. Und da sind sicherlich aber nicht alle Migranten erfasst worden, weil ja eben nur diese beiden Kriterien jetzt automatisiert abgefragt werden konnten. Also der deutsche Staatsangehörige, in Deutschland geborene Italiener, dritte Generation oder so, wird da nicht erfasst. Aber die Problematik, die wir da haben, ist natürlich schon, wir nennen das bei uns so ein bisschen Hidden Talents, wenn wir Leute brauchen, die zum Beispiel Sprachkenntnisse haben. Also wir versuchen intern freiwillig eben Personen mit Sprachkenntnissen zu erfassen und dann gibt es manchmal eine E-Mail an alle, wer kann mir in irgendeiner Sprache helfen? Mhm. Und dann melden sich diese Mitarbeiter. Aber das hilft meistens in den Bereichen nicht, weil natürlich die Migranten, also im Landkreis Dachau haben wir, glaube ich, aus 160 Ländern Personen, 28.000 nicht Deutsche, also nicht deutsche Staatsbürger, sind bei mir im Ausländeramt erfasst. Das sind über 20% der gesamten Landkreisbevölkerung. Und das können wir natürlich nicht darstellen, sprachlich. Deswegen eben zum Teil eben dieses Projekt Kulturdolmetscher. Das ist aber auch eher was sich an Gruppen richtet und nicht jetzt im Einzelfall ist. Und ansonsten hilft es natürlich, wenn man türkischsprachige Mitarbeiter hat oder arabischsprachige oder französisch-englisch natürlich. Das sind ja heutzutage fast keine Fremdsprachen, sondern eher Arbeitssprachen in manchen Bereichen geworden. Also es hilft, die Diversität in der Verwaltung natürlich zu erhöhen. Auch sind 16% Personen mit Migrationshintergrund natürlich etwas, was auch die Diversität der Verwaltung an sich darstellt. Aber das kann nicht die Erwartung sein. Also die Erwartung muss schon sein, dass sich Menschen, die nach Deutschland kommen,
selber um die Kommunikation bemühen. Und warum ich gelacht habe, ist, also das Übersetzungshandbuch Juristen oder Verwaltungsdeutsch auf Allgemeindeutsch suche ich auch noch. Wir haben das mal versucht, in einem ganz anderen Projekt bei der Kreativwerkstatt einen Redenschreiber, der das beruflich macht, zu bitten, mal einen Bescheid in verständliches Deutsch zu übersetzen. Er ist kläglich gescheitert, weil alles, was verständlich war, ungenau wurde. Und das, was wir schon mit Deutsch, Fachsprache auf Deutsch normal, natürlich dann noch in Fremdsprache übersetzen müssen, wo manche auch ganz andere Assoziationen damit verbinden, das ist eine große Herausforderung, die, glaube ich, dynamisch nicht geht. Ob die Digitalisierung hier eine Lösung bietet, wäre vielleicht die Frage, aber glaube ich auch nicht, sondern das ist tatsächlich eben die Arbeit, die man dann am Menschen vor Ort machen muss, und das machen wir Kommunen. Hier stehen am Menschen vorne dran. Vielen Dank dafür. Ich habe nun auch eine Frage aus dem Chatraum, und zwar: Wie kann die Bundespolitik die Integrationsarbeit der kommunalen Ebene unterstützen? Und umgekehrt, wie kann die kommunale Ebene ihr Wissen von vor Ort mit der Bundesebene teilen? Ja, da kann ich vielleicht was zu sagen. Also heute ist es ja so, wir haben es schon verschieden gehört, unsere Möglichkeiten heute, das zu unterstützen, beschränkt sich auf Modellprojekte. Deswegen fördern wir VOG, aber auch als Bundesregierung viele andere solche Initiativen, ebenso Integrationslotsen, was Sie eben zum Beispiel auch angesprochen haben, die dann wirklich helfen sollen, vor Ort zu vermitteln, weil es ja häufig auch wirklich mehr ist als Sprachprobleme. Man muss, wenn man aus einer anderen Kultur kommt, aus einem anderen Land, bei uns erstmal feststellen, was es alles gibt. Und ich kann es vielleicht mal aus persönlicher Anschauung zu sagen, ich wirke ja auch sehr deutsch. Ich bin hier geboren und groß geworden. Meine Mutter kommt aber aus der Türkei. Ich bin also ein Enkel eines türkischen sogenannten Gastarbeiters. Und selbst ich habe dann in meinem Berufsleben festgestellt, ach, es gab ja diese oder jene Möglichkeiten, Stipendien, als ein ganz banales Beispiel. Das kannte ich aber alles gar nicht, weil meine Mutter kannte das auch nicht. Mein Vater hat viel gearbeitet, um es mal ganz plastisch zu sagen. Also ich glaube schon, dass es da einen ganz hohen Bedarf gibt. Heute ist es eben faktisch so, wir haben natürlich oft die Diskussion auch Bundeszuständigkeit, Landeszuständigkeit, was finanzieren wir, was nicht. Aber wir haben ja auch andere Politikbereiche, wenn wir als Beispiel die Städtebauförderung sehen, wo ja auch der Bund durchaus Geld eigentlich indirekt in die Kommunen gibt, wenn man ehrlich ist. Und so gesehen ist es eine politische Entscheidung, jetzt nicht mehr für uns, die Integrationsbeauftragte ist ja nur noch geschäftsführend im Amt, aber tatsächlich kann man sich das auch als künftige Regierung fragen, ist das nicht eine so gewaltige und wichtige und zentrale Aufgabe für alles, dass man überlegen könnte, da tatsächlich über diese modellhaften Förderungen hinausgehen. Da hat Dilmagan jetzt angesprochen, auch in Regelstrukturen gewisse Angebote vorzusehen. Mhm. Bitte. Es gibt den kommunalen Qualitätszirkel Integration, in dem auch etliche Kommunen zusammengeschlossen sind. Und die haben sich gewünscht, wie viele andere Kommunen auch, ich weiß, dass es nicht alle sind, die Integration nicht als freiwillige Aufgabe, wie Herr Löwel ja schon sagte, zu machen, sondern als eine kommunale Pflichtaufgabe, ähnlich wie die Jugendhilfe oder so, indem man sagt, die sind jetzt immer zuständig für Integration, die Kommunen. Sie machen es ja sowieso. Warum geben wir ihnen nicht diese Aufgabe als verpflichtende Aufgabe und gewährleisten aber damit auch, dass regelmäßig Geld fließt? Sodass wir diese Projektitis, von denen Sie alle gesprochen haben, ne? Dieses 3 Jahre gibt es einen Integrationsbeauftragten, dann gibt es Integrationslotsen, dann gibt es weltoffene Kommune, was so großartig das alles ist, aber die Nachhaltigkeit zu sichern, dafür brauchen wir auf Dauer Geld. Und damit dieses Geld fließt, muss man den Kommunen eben auch eine gewisse Aufgabe zuordnen. Und das könnte zum Beispiel der Bund machen. Das wäre aber das schärfste Schwert natürlich, auf der Ebene der Gesetzgebung richtig tief einzugreifen in die Aufgabenkompetenz. Es gäbe auch andere, mehr auf der Ebene, wie Sie jetzt genannt haben, Möglichkeiten auch des Wettbewerbs zum Beispiel, gute Praxisbeispiele zu fördern, Wettbewerbe zu fördern. Ich erinnere mich an einen Wettbewerb tatsächlich des BMI, wo es, das hieß Zusammenleben Hand in Hand, Kommunen machen Integrationspolitik so ähnlich. Und ich war in der Jury und habe gesehen, wie viel eigentlich auf sich, das war 2016, ne?
direkt nach der starken Flucht-Migration, wie viel sich all tollen Initiativen, innovativen Projekten auf der kommunalen Ebene getan hat und wie stolz die Kommunen waren, mit Recht, da aufzutreten und zu sagen, schaut mal, was wir gemacht haben. Und dann sagten die einen, wow, habt ihr gesehen, was die gemacht haben? Das meine ich mit gute Praxisbeispiele. Sowas kann man natürlich auch, ne, nicht nur einmalig mit einem Wettbewerb, sondern auch längerfristig finanzieren. Man kann die Länder in Wert setzen und den Ländern sagen, Mensch, ihr habt doch tolle Kommunen, warum fördert ihr nicht Plattformen, wo sich diese Kommunen austauschen? Und man kann jetzt, ich gehe jetzt noch mal ein Stück weiter, auf die kommunalen Spitzenverbände noch mal zugehen, die, glaube ich, auch da eine ganz wichtige und auch noch eine bessere Rolle spielen können. Ich glaube, da ist noch Luft nach oben, jedenfalls nach dem, was uns die BürgermeisterInnen erzählt haben. Herr Dimmergang. Ich wollte nur ergänzen, stimme dem allen grundsätzlich zu. Ja, der eine Teil der Frage war ja noch, wie spiegelt man die Ergebnisse nach oben? Also das machen natürlich so Qualitätszirkel, Integration beispielsweise oder die Forschungseinrichtungen. Aber das passiert insofern noch zu wenig, weil auch die Strukturen auf der Bundesebene sehr zersplittert sind, was das Thema Integration angeht. Und auch das Thema Demokratieförderung und so weiter und so fort. Wir hatten ja auch die Möglichkeit zu sagen, Modellprojekte werden dadurch verstetigt, indem man ein Demokratiefördergesetz verabschiedet, um diese Themen zu verstetigen. Aber ich finde, Frau Arndt hat das auch nochmal sehr deutlich gemacht, auch Herr Löwel. Die Bundesagentur für Arbeit geht davon aus, dass rund 400.000 Arbeitskräfte notwendig sind pro Jahr, um den Arbeitsfachkräftebedarf zu decken. Und es geht auch nicht immer nur um Fachkräfte, sondern wir haben auch gesehen, es geht um andere Tätigkeiten, insbesondere im Rahmen der Pandemie. Und auf der anderen Seite, gerade in einigen Regionen Ostdeutschlands, die boomen, da ist der Fachkräftemangel noch sehr viel eklatanter. Ich glaube, Frau Arndt hat das ehrlich gesagt nur ein bisschen angetippt. Wenn man sich die wissenschaftliche Forschung dazu anschaut, sieht das ziemlich schwierig aus. Das heißt, im Umkehrschluss ist es halt tatsächlich wichtig, das Thema Integration in die Regelstrukturen zu überführen, um auch das Know-how zu verankern in den Kommunen und die Finanzierung. Und so gut ich Wettbewerbe finde, da bin ich komplett bei Ihnen, sind die natürlich auch sehr zeitaufwendig. Es ist ein bisschen unklar, was am Ende rauskommt. Also wir brauchen da mehr Planungssicherheit einerseits für die Kommunen. Also so Themen wie weltoffene Kommune könnten auch von der Idee her, das müsste man natürlich anpassen, in Regelfinanzierung überführt werden. Aber es ist natürlich auch ein klares Signal für die Attraktivität Deutschlands als Einwanderungsland, weil es ist ja nicht so, dass Deutschland jetzt unbedingt hoch im Kurs steht als Einwanderungsland. Das hängt immer von den Beschäftigungssektoren ab und vom Qualifikationsniveau. Aber tatsächlich ist es ein bisschen schwieriger für Deutschland geworden. Sie können das sicherlich bestätigen, Frau Professor Bendel, jenseits der europäischen Binnenmigration ein hochattraktives Einwanderungsland zu sein. Genau. Danke dafür. Es gibt eine Meldung aus dem Publikum und zwar von Thomas Bryant aus Berlin-Marzahn-Hellersdorf. Gibt es die Möglichkeit, Thomas Bryant an der Stelle dazuzuschalten, damit er eine Frage stellen kann? Es gab dazu eine Wortmeldung. Darf ich sprechen oder war das die Frage an die Regie, ob ich sprechen darf? Hallo? Genau, also wir wären bereit und freuen uns auf Ihre Frage. Okay, sehr gut. Ich hoffe, man hört mich. Es ist keine Frage, sondern es ist die Antwort auf die vorhergestellte Frage beziehungsweise noch ein zusätzlicher Kommentar dazu, weil immer von Verstetigen die Rede war und so weiter. Ich würde es auf den Punkt bringen wollen und sagen, was wir brauchen, und das sage ich gebetsmühlenartig in allen Veranstaltungen dieser Art,
seit 2016. Wir brauchen ein Bundesministerium für Integration und Migration. Das weiß auch Frau Wiedmann-Mautz, das habe ich auch schon persönlich gesagt in mehreren Veranstaltungen. Sie weiß auch, dass es da eine Beschlusslage dazu gibt von der Bundeskonferenz der Integrationsbeauftragten aus dem Jahre 2017. Frau Wiedmann-Mautz hat in diese Richtung nichts weiter unternommen. Und die nächste Person, die kommen wird im Laufe der nächsten Wochen, wird auch wissen, dass als Beauftragte man nicht die gleichen Kompetenzen hat wie als Bundesminister oder Bundesministerin. Und wenn wir sagen, das Thema ist wichtig und das Thema ist von essentieller Bedeutung, das Thema ist zersplittert, wie Herr Delmagani das vollkommen richtig gesagt hat, und der Bund muss in Verantwortung genommen werden, wie Herr Landrat Löwel das vollkommen richtig gesagt hat, dann kann man sich dauerhaft nicht leisten, als Land in der Mitte Europas sozusagen diesem Stückwert weiter sozusagen Vorschub zu leisten und hier ein Programm zu machen, da ein Projekt zu machen, diese Projektitis, die Sie alle schon angesprochen hatten, weiter zu fördern, sondern wir brauchen tatsächlich eine ministerielle Verantwortung mit einer Person, mit einem Beamtenapparat, mit einem Budget, mit Gesetzgebungskompetenz und so weiter und so weiter. Also alles, was ein ordentliches Ministerium hat. Ich persönlich, aber auch andere Beauftragte setzen sich schon seit Jahr und Tag dafür ein, aber es passiert schlicht und ergreifend nichts. Und ich kann nur in die Runde aufrufen, so im Rahmen ihrer jeweiligen Möglichkeiten, Kontakte dafür ein Stück weit auch Werbung zu machen. Und wen es interessiert, ich habe dazu auch schon 2016 einen kleinen Denkschrift verfasst, wie sowas aussehen könnte. Und da ist das alles festgehalten, sodass man auch einen Eindruck dafür hat oder gewinnen kann, wie tatsächlich auch Ministerium die integrationspolitische Arbeit vorantreiben kann. Aber nichts davon abgesehen, noch vielleicht ein Gesichtspunkt. Wir sollten auch nicht den Fehler machen, alles auf das Thema Integration und Migration immer zu reduzieren, wenn wir um Weltoffenheit reden. Denn es gibt ja noch andere Themenfelder, die auch relevant sind, wenn es um Weltoffenheit geht. Diversity insgesamt etc. pp. Das würde ich einfach ganz gerne noch in die Runde eingeworfen haben. Danke. So, kurzer Check. Bin ich hörbar? Okay, wunderbar. Es war leider an kurzer Stelle der Ton weg und das war, glaube ich, zwar eine spannende Stelle. Ich sehe dennoch auch die Meldung von Frau Arndt. Sie hatten vielleicht alles gehört. Das habe ich nicht, aber der Vortrag war ja trotzdem sehr umfangreich und möchte vielleicht trotzdem, ist es naiv von meiner Seite, ob ich jetzt ein neues Ministerium brauche, weiß ich nicht. Sicherlich ist es eine Aufgabe, die man auch bundespolitisch betrachten muss. Ich glaube, da gibt es aber genügend Strukturen. Also ich brauche auf keinen Fall noch mehr Bürokratie und Leute, die uns, ich sag mal, mit Ideen und Projekten entgegenkommen. Das, was ich brauche hier vor Ort tatsächlich, sind die Ressourcen. Und am Ende scheitert es wirklich für mich hier am Geld. Ich muss mit meiner kommunalen Finanzausstattung im Moment hinkommen, inwiefern dort freiwillige Aufgaben, die wir bisher schon tun, in Zukunft noch finanzierbar sind, geschweige denn davon, wie wir in dem Bereich, der mir sehr wichtig ist, noch mehr Ressourcen zur Verfügung stellen können. Das kann ich heute gar nicht beurteilen. Also ich widerspreche dem etwas und sage, ich brauche kein Ministerium, ich brauche die Ressourcen vor Ort. Ich glaube, dass viele Kommunen vor Ort genau wissen, was sie wollen und tun müssen, einfach auch aufgrund der Notwendigkeit. Und das, was Kommunen sehr oft fehlt, sind die Ressourcen. Darf ich das vielleicht ganz kurz noch ergänzen? Ich kann es zu 100% unterstreichen und vor allem, wir brauchen keine deutschlandeinheitliche Lösung. Weil in Zwickau gibt es wahrscheinlich ganz andere Herausforderungen. Ich weiß jetzt nicht, wie der Wohnungsmarkt in Zwickau aussieht. Das ist bei uns das Allergrößte. In anderen Bereichen sind eher die Arbeitsplätze dann vielleicht die Frage. Also wir sind halt deutschlandweit sehr, sehr regional unterschiedlich bei dem Thema aufgestellt. Natürlich gibt es ein paar Bereiche, die wahrscheinlich Querschnittsthemen sind, aber die spezifischen Herausforderungen, wo man als Kommune auch massiv handeln muss, sind unterschiedlich. Und deswegen ist eine einheitliche deutsche Vorgabe da eher schwierig, sondern es wäre wichtiger, Ressourcen und eben gerne die Aufgabe eben den Kommunen ins Pflichtenheft reinschreiben mit den entsprechenden Ressourcen, dass wir dann vor Ort unsere jeweiligen Probleme lösen. Die Probleme sind einfach unterschiedlich. Jawohl. Es gibt hier noch weitere Fragen aus dem Chat. Einmal von Johanna Günther, Universität Hildesheim. Im Laufe der Covid-19-Pandemie haben wir kontinuierlich festgestellt, wie schwierig es für KommunalvertreterInnen aufgrund von Hardware, Software, rechtlichen Vorgaben und mangelndem Breitbandausbau
ist, sich nachhaltig zu vernetzen. Diese Hürden haben unmittelbar Einfluss auf den Wissenstransfer im Bereich Integration, die Vernetzung von kommunalen IntegrationsexpertInnen und die Nachhaltigkeit von kommunaler Integrationsarbeit. Was kann der Bund tun? Gebe ich einfach mal in die Runde. Soll ich mal anfangen? Hallo Johanna, danke für deine Frage. Wir kennen uns. Auf jeden Fall kann der Bund natürlich in der Digitalisierung ganz, ganz viel infrastrukturell nachsteuern. Wir haben tatsächlich aus unserem Mayors Migration Policy europäischen... ganz kleinen Moment. Das Mikro scheint nicht zu funktionieren. Und bevor wir die Frage beantworten, ein kleines Feedback meinerseits, dass wir zeitlich uns ganz nah Richtung Pause gleich bewegen, nur dass wir dann, okay, dann ganz in die Schlussrunde Antwort. Auch kommen. Natürlich muss der Bund die Rahmenbedingungen für eine bessere Digitalisierung stellen. Wir sind gespannt, was bei den Koalitionsverhandlungen auch in dieser Hinsicht rauskommt. Bei unserem Projekt auf der EU-Ebene haben wir festgestellt, dass viele gerade kleine Kommunen gesagt haben, wir können über Digitalisierung uns viel besser mit anderen vernetzen, auch auf der europäischen Ebene. Wir können das einfach mal so in unseren Arbeitsalltag einschieben, mal an der Konferenz teilzunehmen. Wir brauchen jetzt keinen abzustellen, der jetzt extra nach Brüssel fahren kann und da einen ganzen Arbeitstag für braucht. Also Digitalisierung hilft der Vernetzung auch der Kommunen untereinander, klar. So wie ich die Frage verstanden hatte, ging es, glaube ich, auch um die Menschen, die den Zugang zu den Vernetzungstools sozusagen gar nicht haben. Aber das ist ja vielleicht etwas, das in der Mittagspause auch noch mal weiter beantwortet werden kann oder auch in dem Chat weiter sich vernetzt werden darf. Vielen Dank an der Stelle, damit wir vielleicht so ein Wrap-up für unser jetziges Zeitfenster bekommen, würde ich mich sehr freuen, vielleicht noch über ein Abschlussstatement im Hinblick auf die Tatsache, dass eben noch 2 Monate an Laufzeit anstehen und was so das ist, was gerne noch mitgegeben möchte an der jetzigen Stelle. Ja, also das Abschlussstatement wäre eigentlich das zu sagen, wir sind super zufrieden mit dem Projekt. Wir bedanken uns bei allen, die teilgenommen haben auf allen Ebenen. Wir haben noch 2 Monate, das heißt, wir wollen noch bis zur letzten Minute auch das Projekt weiter betreiben. Ein Aspekt wurde ja erwähnt, das Thema Coaching für Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in den Kommunen. Das heißt, wenn es da Interesse gibt, kommen Sie gerne auf uns zu. Ich möchte mich auch für die tolle Moderation bedanken und bei dem gesamten Team auch hier vor Ort und für diese wunderbare Veranstaltung, die ja jetzt auch noch gleich weitergeht. Vielen Dank, Herr Demagani. Ja, ich mache es auch kurz. Von mir einfach ein großes Dankeschön für alle, die mitgemacht haben und dieses Projekt auch mit Leben gefüllt haben und hoffentlich auch was mitgenommen haben. Und es ist einfach nur so mein Wunsch für die Zukunft. Dass es vielleicht dann auch die hier heute angesprochenen Strukturen und Veränderungen und Engagement gibt, dass es auch so in Zukunft weitergeht. Vielen Dank. Ich möchte natürlich unsere Gäste online nicht außen vor lassen und auch Ihnen gerne die Möglichkeit geben, zum jetzigen Panel noch ein Schlusswort zu sprechen. Ich bin dankbar, dass wir dieses Projekt haben und bin mir aber auch sicher, nur weil das Projekt möglicherweise dann erstmal zu Ende ist, ist unser Weg noch weit. Und für mich ist das Ziel klar. Ich möchte eine Selbstverständlichkeit erreichen. Also das ist eigentlich die Zielsetzung, wo wir über Fragen von Integration und Migration gar nicht mehr diskutieren, weil wir unsere Gesellschaft als das nehmen, was sie ist, und zwar vielfältig. Und kann auch nur noch mal an das anknüpfen, dass ich empfehle dieses Coaching. Ich selber habe das auch genutzt und es war für mich hilfreich. Und hoffe, dass wir vielleicht dort auch Türen aufstoßen konnten, dass Kommunen dort eben die Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen, um die Arbeit vor Ort, die ja nun mal da ist, auch bewältigen zu können, weil es auch immer eine Personalfrage ist am Ende. Bedanke mich für den ganzen Input. Der hat uns als Stadt mit Sicherheit sehr geholfen. Und ja, schau mal, vielleicht sieht man sich in ein paar Jahren wieder und dann kann man mal evaluieren. Ich möchte einladen nach Zwickau, Entschuldigung.
Danke. Ja, da darf ich mich ganz herzlich anschließen. Ich glaube, diese Kompetenz-Selbstchecks, die waren ganz, ganz wichtig für meine Verwaltung, aber auch der Austausch. Und daher, Frau Arndt, kennen wir uns ja. Und ich möchte immer nach Zwickau kommen und irgendwann werde ich es auch schaffen, dass wir uns dann endlich mal bei Ihnen sehen. Im Gegenzug natürlich bitte auch Dachau nicht vergessen. Aber genau von solchen Menschen, wie jetzt denen, die in den Modellkommission mitgemacht haben, da geht etwas voran. Aber es hilft nicht nur 35 von 11.000. Sondern es muss tatsächlich ein Thema sein, was für jeden gilt. Es muss kein Thema sein, was deutschlandweit per Glocke gleich geregelt wird, sondern wo man untereinander auch die Vielfalt dann vor Ort leben kann, der verschiedenen Lösungen und der Bedarfe. Es sollte nicht nur ein Anspruchsthema sein bei jedem, ich bekomme irgendwas vom Staat oder von der Kommune, sondern auch ein Geben. Wir brauchen die Fachkräfte, wir brauchen engagierte Mitbürgerinnen und Mitbürger in unserer Gesellschaft, vollkommen unabhängig vom Migrationshintergrund. Und ich denke, hier ist die weltoffene Kommune jemand, wo eben auf der Gemeindeebene, auf der Landkreisebene die Menschen zusammenkommen und wir manche Sachen regeln können, vieles aber vielleicht auch nur steuern und vermitteln können. Und dass wir dafür die Ressourcen brauchen, ist jetzt zum dritten Mal gesagt worden, dem schließe ich mich an. Und da habe ich ganz große Hoffnungen, weil ansonsten wird bei Ressourcenknappheit auch hier rangezwickt und dafür ist die Aufgabe eigentlich zu wichtig. Vielen Dank, Herr Löwe. Hatten Sie noch ein Schlusswort? Ich wollte Ihnen das vorhin nicht abknapsen. Nein, ich wünsche den Kommunen und allen darin Beteiligten viel Power. Ja, darf ich nur noch ein ganz großes Dankeschön an Fineo und die Bertelsmann Stiftung loswerden. Jederzeit. Ein besonderes Anliegen. Also vielen Dank für dieses tolle Projekt. An der Stelle darf man sich in so einer Hybridveranstaltung dann so den digitalen Applaus vorstellen. Danke auch dafür. Und ich darf jetzt die... Hallo und herzlich willkommen wieder zurück im Plenum. Ich hoffe, Sie hatten die Gelegenheit, vielleicht auf dem Mittagsmarkt eben sich auszutauschen, in den Breakout-Räumen noch mehr zu lernen oder eben dann eine wohlverdiente Pause zu genießen, vielleicht auch beides gleichzeitig. Ich darf nun einmal Frau Bothe und Frau Wurm willkommen heißen aus dem Modellkommunen aus Wolfsburg. Und ich bin gespannt, erstens vielleicht technisch von Ihnen ein kurzes Feedback zu kriegen, dass wir uns auch gegenseitig gut hören und verstehen können. Wunderbar, hallo. Ich höre Sie auch sehr gut, hallo. Wunderbar, sehr schön. Dann genau, auch ein herzliches Willkommen an dieser Stelle und ich freue mich sehr darüber, mit Ihnen in den Austausch zu kommen, über Ihren Erfahrungen, über Ihre Erfahrungswerte zu hören und vielleicht auch die Hürden, die Sie hatten. Daher wäre vielleicht direkt zum Einstieg meine Frage, warum haben Sie mitgemacht? Was hatte Sie motiviert? Iris, ich oder du? Fang ruhig mal an. Du hast ja den Ausschlag gegeben. Ja, sehr gerne. Motiviert hat uns natürlich, weil wir einen Auftrag hatten, nämlich vom Verwaltungsvorstand ein Integrationsmanagement zu machen. Und was die weltoffene Kommune betrifft, da gibt es ja ein Handlungsfeld, das heißt Management und Steuerung. Und da sind wir voll drauf angesprungen und wollten das eben für unseren Auftrag sozusagen nutzen. Das kann ich Ihnen auch gerne alles in einer Präsentation zeigen, wenn Sie das möchten. Absolut. Und gleichzeitig freue ich mich natürlich auch über den Input. Ich kann Sie jetzt nicht hören. Ach so. 1, 2, 1, 2. Dann probieren wir das Ganze nochmal. Können Sie mich mittlerweile hören? Ja. Frau Bothe, Frau Wurm, können Sie mich hören? Ja. Ja. Wunderbar. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf Ihre Präsentation und genau gleichzeitig auch vom Einstieg auch natürlich gerne von Ihnen einen Eindruck. Was war die Ausgangsmotivation an dem Modellprojekt teilzunehmen? Genau, dann sage ich das gerne nochmal, weil ich jetzt daraus schließe, dass Sie das eben gar nicht hören konnten. Wir hatten einen Auftrag vorliegen und zwar vom Verwaltungsvorstand ein Integrationsmanagement zu entwickeln. Und das fühlte sich erstmal als eine sehr große Aufgabe an und just in dem Moment kam im Grunde das Angebot,
der weltoffenen Kommune. Und da haben wir gesehen, dass es ein Handlungsfeld Management und Steuerung gibt, genauso wie das Handlungsfeld Konfliktmanagement und Kommunikation. Darauf sind wir natürlich voll angesprungen und wollten gerne auch die Erfahrungen aus diesen Handlungsfeldern nutzen für unseren Auftrag, das Integrationsmanagement für Wolfsburg zu entwickeln. Sie hatten eben auch angesprochen, dass Sie eine Präsentation für uns mitgebracht haben. Auf die sind wir sehr gespannt. Dann teile ich mal den Bildschirm. So. Ich hoffe, Sie können jetzt alle meinen Bildschirm wunderbar sehen, so gut wie ich ihn jedenfalls sehen kann. Genau, Sie haben ja gerade schon nach unserer Motivation in Wolfsburg gefragt, warum haben wir eigentlich teilgenommen? Da habe ich eben schon ein bisschen was zu erzählt und Sie sehen es jetzt quasi. Ich nehme mal hier einen Laserpointer dazu. Wir hatten bereits ein Integrationskonzept und dieses Konzept ist aus dem Jahr 2011. Und Ende 19, Anfang 20 hat der Verwaltungsvorstand uns, dem Integrationsreferat Wolfsburg, den Auftrag gegeben, ein Integrationsmanagement mit einem Integrationsmonitoring zu entwickeln. Und so richtig passte das gar nicht zu dem bestehenden Konzept zusammen. Und ich sagte es eben schon mal, dann kam das Angebot der weltoffenen Kommune, wirklich sich mit diesen Handlungsfeldern, Management, Steuerung, aber auch Kommunikationsmanagement noch mal genauer auseinanderzusetzen. So viel zu unserer Motivation. Es war also von Anfang an klar, dass wir zwei Prozesse hier miteinander verknüpfen wollen. Und das ist einmal der Prozess weltoffene Kommune und das große Ziel, ein Integrationsmanagement innerhalb unseres Integrationskonzeptes zu entwickeln. Wir haben also die weltoffene Kommune als Auftakt genutzt. Sie hatten ja sowieso dieses Tool da drin, viele Akteure zusammenzubringen, zu einem Gespräch zu bringen und sich inhaltlich mit der Integrationsarbeit vor Ort auseinanderzusetzen. Wir wussten also, wenn wir daran teilnehmen, werden wir eine Ist-Stands-Analyse bekommen. Also was läuft in Wolfsburg eigentlich gut und was läuft aber auch nicht so gut, woran müssen wir arbeiten? Wir haben deshalb die weltoffene Kommune von Anfang an als Motivatorin für unseren Gesamtprozess genutzt. Und dieser Gesamtprozess erstreckt sich über 2 Jahre, worauf ich gleich auch noch mal sehr gerne eingehe. Ein Zwischenwort meinerseits nochmal, damit Sie auch wissen, was hier auf Sie zukommt. Ich werde jetzt circa 15 Minuten dazu reden, wie wir weltoffene Kommune für unseren Prozess genutzt haben. Und das sind 8 Folien, die wir mitgebracht haben. Das Integrationsmanagement. Vorhin fiel schon mal der Begriff Integrationsmonitoring, dass das etwas ist, womit sich auch viele Kommunen in Zukunft beschäftigen werden. Wir haben das jetzt schon mal gemacht, sicherlich wie auch einige andere Kommunen ebenfalls. Aber was wollen wir eigentlich damit zum Ausdruck bringen? Welche Ziele verfolgen wir? Und da sehen Sie hier nochmal die großen 4 Big Points sozusagen. Das Integrationsmanagement soll die Zusammenarbeit vor Ort organisieren und das Ganze wird über Vereinbarungen konkretisiert. Das Ziel ist es, datenbasiert zu steuern und zu koordinieren und dass unsere internen Prozesse und das Kommunikations- und Schnittstellenmanagement optimiert ist. Soll bedeuten, wer macht eigentlich zu welchem Integrationsthema was in der Stadt und wann. Und natürlich haben wir uns vorgenommen, als Integrationsreferat alle Geschäftsbereiche und Institutionen bei der Weiterentwicklung ihrer Integrationsarbeit bestmöglich zu unterstützen. Und was dann rausgekommen ist, ist hier ja ein agiles Integrationskonzept. Das heißt jetzt nicht so, weil das Beine bekommen hat, sondern weil uns wichtig ist, dass es ein fortlaufender Umsetzungsprozess ist und dass auch jede Veränderung, die sich ergibt, immer wieder in das Konzept sehr schnell eingearbeitet wird. Es lebt also vom fachlichen Input, von vielen verschiedenen Fachbereichen unserer Stadt und deshalb ist die Notwendigkeit der Mitarbeit aller Fachbereiche auch unentbehrlich. Ich will Ihnen das jetzt noch mal kurz zeigen tatsächlich, was es heißt, weil vorhin wurde ja schon mal angesprochen, wie kann man
Projekte nachhaltig integrieren? Wie macht man das? Man kann es sicherlich auch ganz anders machen, als wir es jetzt gemacht haben. Aber ich zeige Ihnen jetzt unseren Prozessablauf für 2 Jahre. Am Anfang war natürlich die Bedarfsplanung und wir haben an der weltoffenen Kommune teilgenommen. Ich habe ja gerade schon die Ist-Standsanalyse angesprochen. Wir haben dann unser Konzept überarbeitet, neue Handlungsfelder hervorgehoben, bei denen wir uns tatsächlich sehr an der weltoffenen Kommune auch orientiert haben. Wir haben Herausforderungen definiert und wir haben natürlich Ziele und Indikatoren festgelegt. Und dann haben wir Folgendes gemacht. Wir haben Vereinbarungen geschlossen mit allen Fachbereichen der Stadt Wolfsburg. Das sind über 120 Vereinbarungen, die wir zu den Integrationszielen in unserem Bereich geschlossen haben, plus darüber hinaus natürlich die stadtweiten aus der Integrationslandschaft, zum Beispiel die Wohlfahrtsverbände. Die schließen also Integrationsvereinbarungen mit uns ab und werden dann ihre Maßnahmen konkret daraus ableiten. Wir befinden uns jetzt gerade in diesem Bereich bei uns in der Stadt Wolfsburg. Wir sind in der Umsetzungsphase. Das heißt, die Maßnahmen laufen und wir als Integrationsreferat steuern den Gesamtprozess und wir steuern auch über Statusberichte. Wir haben Vorlagen aus dem Monitoring hier entwickelt, die gut und einfach auszufüllen sind, was uns aber befähigt, einen guten Überblick über viele Maßnahmen bei uns in der Stadt zu haben. Und wir haben weitere Organe ins Leben gerufen. Auf die komme ich später nochmal zu sprechen. Genau, Mitte nächsten Jahres werden wir in die Transfersicherung gehen. Das heißt, wir wollen von allen, die Vereinbarung abgeschlossen haben, Abschlussberichte erhalten. Also wie sind die Maßnahmen jetzt wirklich gelaufen? In welchen Bereichen hatten wir auch ganz viele Maßnahmen? In welchen Bereichen hatten wir womöglich zu wenig? All das werden wir dann ablesen können und können dann einen Integrationsbericht daraus verfassen und Empfehlungen ableiten, die wir natürlich in politische Gremien geben wollen, die aber auch eine Grundlage für die Weiterarbeit im Konzept steht. Und dann geht das ganze Spiel sozusagen, dieser Prozess von 2 Jahren wieder von vorne los. Und eine Idee, die wir haben, ist, dass wir dann an der Stelle, also in gut 2 Jahren, den Selbstcheck in Wolfsburg wiederholen könnten, vielleicht in abgewandelter Form, aber dass man auch da diese Grundidee von der weltoffenen Kommune nochmal aufgreift. Zur Übersicht habe ich Ihnen nur noch mal ganz kurz mitgebracht, wie das alles einzuordnen ist. In all Ihren Kommunen, Städten wird das ähnlich aufgebaut sein, jedenfalls der obere Teil. Sie berichten in verschiedene Ausschüsse, Sie sind angedockt, VV2 ist Ihres Bote bei uns. Und sicherlich gibt es auch bei Ihnen Integrationsberichte oder Konzepte. Was wir jetzt neu gemacht haben, und da wurden wir auch sehr inspiriert durch die weltoffene Kommune, sind diese 3 hier drunter. Das ist zum einen Dialogformate für Bürgerinnen und Bürger, haben wir ja heute auch schon einiges zu gehört. Wir haben dann aber noch einen Fachbeirat neu ins Leben gerufen und die Integrationskonferenz. Fachbeirat setzt sich bei uns wirklich mit Fachpersonen zusammen. Und die Integrationskonferenz ist wirklich eine große Konferenz, wo auch viele Bürgerinnen und Bürger daran teilnehmen können. Sie haben aber nun gefragt, was haben wir in Wolfsburg tatsächlich gemacht mit den Dialogformaten? Wir haben es vorhin schon einmal gehört, aus Zwickau war es, glaube ich, wo gesagt wurde, die haben auch den ersten Termin für ein Dialogformat abgesagt. Uns ist es ganz genauso gegangen, denn wir hatten uns die Idee oder wir haben uns vorgenommen, für das Dialogformat keine Fachleute zu gewinnen, sondern tatsächlich neu zugewanderter Bürgerinnen und Bürger. Wir haben dann Zeitungsannoncen geschaltet und so weiter, was man dann da so macht. Und oh Wunder, es hat sich gar keiner dafür gemeldet. Dann waren wir schon kurz davor, das Ganze wirklich abzusagen. Man hat mich noch mal motivieren können, sage ich mal, dass wir dann noch mal einen ganz anderen Weg versucht haben. Und ich meine das auch aus Zwickau gehört zu haben. Wir haben wirklich angerufen, uns ans Telefon gehängt und die Leute versucht, am Telefon davon zu überzeugen, mitzumachen und haben wirklich erklärt, was haben sie eigentlich davon.
Wir sind schon ein bisschen stolz darauf, sagen zu können, dass wir mittlerweile 4 Dialogformate durchgeführt haben. Das nächste folgt jetzt direkt im November. Und ich möchte einmal kurz zeigen, wie wir das Ganze jetzt aufgestellt haben. Unsere Dialogformate sind stets digital. Wir hatten zwischendurch die Idee, vielleicht sollten wir davon wieder abweichen, weil es ja auch gut ist, sich mal zu treffen. Allerdings hat der Teilnehmerkreis gesagt, sie finden das so genau richtig. Es ist unkompliziert und so sind sie motiviert, wirklich öfters daran teilzunehmen. Wir streben an, weiterhin 3-mal im Jahr circa, je nach Bedarf, ein Dialogformat anzubieten. Es wird durch uns organisiert und was wir auch machen ist, wenn Mehrsprachigkeit gefordert ist, dann bieten wir das auch in einem bestimmten Rahmen. So haben wir zum Beispiel 2-mal umfassend ins Italienische bei uns übersetzt. Das nächste Dialogformat jetzt im November wird zum Beispiel mit der Abteilung für Kommunikation der Stadt Wolfsburg zusammen veranstaltet. Die sind auf uns zugekommen und haben gesagt, sie würden das Dialogformat gerne nutzen, um tatsächlich aus erster Hand zu erfahren, was brauchen Neuzugewanderte eigentlich, damit sie die Social-Media-Accounts der Stadt Wolfsburg wahrnehmen. Also wie fühlen sie sich angesprochen? Ich bin sehr gespannt, wie das laufen wird. Das wird jetzt Mitte November sein. Das Ziel stets von den Dialogformaten ist, die Perspektive und die Erfahrungen einzufangen, aber darüber hinaus auch sie zu informieren, welche Beteiligungsmöglichkeiten sie in der Stadt Wolfsburg tatsächlich haben. Das heißt, wir wollen sie auch zum Fachbeirat und zur Integrationskonferenz herzlich einladen und motivieren, sich hier einzubringen. Ja, es ist kein fester Teilnehmerkreis. Es ist nicht so einmal mitgemacht und für immer dabei, sondern man kann das jedes Mal wieder selbst entscheiden. Hängt natürlich auch vom Thema ab, ob man sich hier einbringen möchte. Und es sind nicht nur zugewanderte, neu zugewanderte Menschen. Es können natürlich auch weitere interessierte Personen aus Wolfsburg daran teilnehmen. Es gibt immer aktuelle, vorbereitete Themen, aber wir nehmen auch eben Wünsche auf von den Teilnehmenden, was sie sich denn so vorstellen. Da kann ich zum Beispiel berichten, dass wir die erste Veranstaltung zum Thema zusammen in Wolfsburg hatten. Das Feedback war dann, das war auch alles sehr schön und gut, aber sie wollen eigentlich über Diskriminierung sprechen. Und so haben wir dann die nächste Veranstaltung zu diesem Thema ins Leben gerufen. Ja, jetzt kann ich noch Bilanz ziehen für unsere Stadt. Also, welche Erfolge haben wir zu verzeichnen durch die Teilnahme an der weltoffenen Kommune? Zum einen natürlich, dass es dadurch gelungen ist, alle Dezernate wirklich zum Selbstcheck zu motivieren, zum Mitmachen zu motivieren. Es hat auch eine breite Beteiligung aus der Integrationslandschaft stattgefunden, nämlich in den 3 Workshops, die wir dazu hatten. Und natürlich, und das ist echt ein Fund gewesen für unsere weitere Arbeit, ist diese Ist-Stands-Analyse, die wir hier erhalten haben. Wir haben es aber auch immer als Ideengeberin empfunden und das die weltoffene Kommune zusammengebracht hat, nämlich die Akteure, die wirklich mit den Menschen arbeiten. Das sagte ich ja schon, 4 Dialogveranstaltungen seit oder in den letzten 11 Monaten. Es ist ein fester Bestandteil unseres Partizipationsportfolios geworden. Das finden wir natürlich sehr gut. Und ich möchte noch mal das Feedback geben, dass Weltoffenheit ein wahnsinnig toller Begriff ist. Das wurde immer wieder im ganzen Prozess zurückgemeldet. Er klingt interessant, nachhaltig und durchweg positiv. Es gab aber auch ein paar Lernerfahrungen. Da wurde ich auch darum gebeten, die einmal darzustellen. Die hat es natürlich gegeben. Und zwar, wenn ich mal beim Selbstcheck anfange, uns als Integrationsreferat ist ja fast ein bisschen zu positiv aufgefallen oder ausgefallen. Das hat auch wiederum die Abfrage in den Workshops dann ergeben. Wir wollten dann gerne nochmal wirklich alle Beteiligten fragen, wenn ihr das jetzt so seht, würdet ihr das auch so sagen, dass wir da schon so weit auf dem Weg zur Weltoffenheit sind? Und dann wurde das Ganze doch ein bisschen kritischer eingeschätzt. Im Nachhinein
würde ich den Selbstcheck nicht nur in der Stadtverwaltung durchführen, sondern tatsächlich in der gesamten Integrationslandschaft. Das ist etwa eine Lernerfahrung, die ich auf jeden Fall an der Stelle mitnehmen würde. Und darüber denken wir ja nach, den Selbstcheck auch nachhaltig zu implementieren. Also in welcher Form können wir das nochmal wiederholen? Wir nehmen aber auch mit, dass wir die Zielgruppe auf jeden Fall beteiligen müssen, was wir jetzt auch ganz gut tun durch die Dialogformate. Wir nehmen auch mit, und zwar als Feedback aus den drei Workshops, dass es ganz wichtig ist, dass ein Integrationsreferat ein klares Rollenprofil hat. Also wofür stehen wir und was machen wir aber auch nicht? Das wurde ganz klar geäußert. Und der letzte Punkt ist für uns ein ganz wichtiger. Hier geht es nämlich um Steuerung und um das organisierte Schnittstellenmanagement, dass man sich dafür wirklich Zeit nehmen muss, gute Modelle zu entwickeln, die für jede Kommune passend sind. Das ist unsere letzte Folie, nämlich unser Fazit. Integration kann natürlich super gestaltet werden, und zwar am besten durch gelingende Schnittstellen, durch organisierte Schnittstellen, durch ein gutes Steuerungsmodell und natürlich durch den Dialog. Herzlichen Dank. Wir sind fertig und ich bin gespannt, ob Sie jetzt noch Fragen an uns haben. Dankeschön. Ich schließe das mal. Ja, vielen Dank dafür, Frau Wurm, für den Einblick. Und die Fragen, die ich hatte, haben Sie bereits schon beantwortet. Vielleicht haben Sie ja Lust, noch einen Impuls im Sinne von Ausblick zu geben. Worauf freuen Sie sich in den nächsten 2 Monaten für die verbleibende Zeit des Modellprojektes? Ja, mein Ausblick wäre der, dass wir haben ja die 4. Dialogveranstaltung. Wir haben uns aber auch vorgenommen, dass wir tatsächlich die Teilnehmenden dazu bringen, dass sie auch beim Fachbeirat, bei der Integrationskonferenz sich mit ihren Themen einbringen, also tatsächlich noch mehr Partizipationsfläche im Bunde zu schaffen. Und das steht unmittelbar jetzt quasi bei uns an. Frau Bothe, vielleicht haben Sie an der Stelle auch noch Lust, dem etwas hinzuzufügen. Naja, ich glaube, was damit gelungen ist, ist ja zunächst mal Strukturen zu schaffen innerhalb der Verwaltung und gleichzeitig auch mit externen Organisationen und die Migranten anders zu beteiligen, also struktureller zu beteiligen, als das vorher gewesen ist. Damit, finde ich, sind wir mit dem Projekt Weltoffene Kommune einen großen Schritt nach vorne gekommen, und das hat natürlich auch Auswirkungen. Wir haben jetzt hier bei uns zum Beispiel Kommunalwahl gehabt. Es geht darum, den Integrations- und Migrationsausschuss ja wieder neu zu besetzen. Wir sind ja eine Stadt, die nicht über einen Migrationsbeirat, sondern tatsächlich eben über einen Fachausschuss des Rates verfügt. Und da gibt es im Moment die politische Diskussion, eben tatsächlich Migrantenorganisationen mehr Sitze dort auch zu verschaffen, damit wir möglichst eine breite Bandbreite auch an Vertreterinnen und Vertretern haben. Und an die wird natürlich unmittelbar jetzt der Prozess der weltoffenen Kommune ja auch angebunden. Das heißt, damit ergibt sich ja ein Regelprozess. Das, glaube ich, war für uns, also die strukturelle Implementierung und die Partizipation, das waren für uns eine der wesentlichen Erfolge, und die haben wir natürlich nicht zuletzt auch diesem Prozess zu verdanken. Und ich glaube, was man auf jeden Fall daraus lernen muss, ist, dass man diesen Selbstcheck natürlich deutlich öfter durchführt. Also das kann keine Einmalangelegenheit sein, sondern das muss man auch regelmäßig implementieren, um im Laufe der Zeit natürlich auch die Partner zu ermutigen, auch noch etwas offener und vielleicht auch durchaus selbstkritischer oder kritischer dann auch die Fragen zu beantworten. Also das heißt, eine positive Fehlerkultur auch zu implementieren und nicht davon auszugehen, wenn ich jetzt irgendwas Kritisches sage, dass das ganz furchtbar ist, sondern dass es eigentlich ja die Innovation ermöglicht, sich auch weiterzuentwickeln. Vielen Dank, Frau Wurm. Vielen Dank, Frau Bothe, für Ihre Präsentation und die Einblicke, die Sie uns gewährt haben. Vielen Dank an der Stelle.
über zum nächsten Punkt. Und zwar geht es darum, dass wir gemeinsam mit Modellkommunen einfach in den Austausch kommen möchten. Und da gibt es drei Foren dazu. Einmal das Forum für große Städte, mittlere und kleine Städte und Landkreise. Die Breakout-Sessions werden oder wurden bereits im Vorhinein schon vorgelost. Das heißt, die Teilnehmenden hier im Zoom-Call werden jetzt random, wie man so schön sagt, den Sessions zugeordnet und können dort in den Austausch gehen. Und es wird einmal Nina Mikulaschek vor Ort sein, Annalena Rehkämpfer und Claudia Walter, die sie dann in den Breakout Rooms in Empfang nehmen werden und die nächste Stunde mit ihnen gestalten möchten. Sobald sie das Mikrofon nicht mehr stumm haben, können Sie sprechen. Ansonsten, falls Sie zu Beginn eben nicht mit Kamera aufgenommen werden wollten, dann können Sie Ihre Fragen auch gerne im Chat dann formulieren. Viel Spaß in den Breakout-Sessions. Ja, herzlich willkommen zurück aus den Breakout-Rooms. Bin ich schon mit dem Englisch-Deutschen durcheinander gekommen. Ich habe gehört, dass es sehr dynamische Unterhaltungen und Austauschsituationen gab. Daher freue ich mich besonders, eben euch drei hier jetzt auch bei mir zu haben, um noch einen Einblick zu bekommen, da man sich immer nicht zweiteilen kann, was auch in den anderen Gruppen alles so passiert ist. Daher nochmal herzlich willkommen Nina Mikulaschek, Annalena Rehkämpfer und Claudia Walter. Was kannst du uns erzählen? Wie ist es gelaufen, wenn wir uns die großen Städte angucken? Die großen Städte waren tatsächlich bei Nina in der Mitte. Dann fange ich doch mal an. Okay, die großen Städte. Also wir hatten uns zuerst, haben wir uns ein paar Best-Practice-Beispiele angeguckt. Wir hatten das Beispiel Diversity at Work. Das war ein Pilotprojekt aus Hamburg. Fand ich total spannend, weil da ging es unter anderem auch darum, welche Schnittstellen braucht man eigentlich, ne, um sowas gut zu verankern, unter anderem auch mit der Personalentwicklung zusammenzuarbeiten. Also es handelt sich hierbei um ein Weiterbildungsprojekt, das irgendwie ganz gezielt sich dem Thema Diversity widmet und das irgendwie ganz gezielt in den Verwaltungsstrukturen verankert und Personen dahingehend weiterentwickelt. Das hat eine sehr große Resonanz gefunden und da haben wir dann eben auch ein bisschen diskutiert, ne, wie könnte man sowas vielleicht auch irgendwie für andere Kommunen irgendwie nutzbar machen, was für Ressourcen braucht man, um sowas zu entwickeln, wie lange hat es gebraucht von der ersten Idee übers Konzept und so weiter. Ganz spannend. Und das andere Beispiel kam aus Aachen. Da ging es darum, die Fortschreibung eines Integrationskonzeptes. Das war spannend, weil also aus Aachen wurde berichtet, dass quasi die Teilnahme an Weltoffene Kommune so eine Art Opener war, nochmal so eine Art Startschuss, um eben zu gucken, wo stehen sie gerade. Und das war irgendwie spannend, weil dann gewisse Themenfelder sich auch eins zu eins mit denen gedeckt haben, die Aachen sowieso für sich schon definiert hatte. Mhm. Also das war irgendwie ganz interessanter Aha-Moment. Aber auch nochmal ganz konkret, zum Beispiel, um sich den Punkt der Mehrsprachigkeit herauszugreifen. Ja, also schließt man vielleicht gewisse Personen auch aus, kann man da irgendwie nochmal für mehr Inklusion sorgen? Ganz spannend. Und daraufhin hatte ich das Gefühl, diese Diskussion hätte jetzt Stunden weitergehen können, weil eigentlich alle so ein passendes Beispiel hatten. Und dann gab es nochmal Punkte aus Gütersloh, Rostock und so weiter, haben sich dem Ganzen angeschlossen und dann aus ihren Kommunen wiederum berichtet, wie es da war, um dieses Integrationskonzept weiterzuentwickeln. Und abschließend möchte ich nochmal kurz sagen, es gab ja auch noch den Fragenkatalog, den wir zusammengestellt hatten. Und da war es auch total schwierig, sich jetzt irgendwie eine rauszugreifen, weil es so viele spannende Fragen gab und dann am Ende die Zeit auch immer knapp wird. Was wir diskutiert haben, war, wie kann man eigentlich für mehr Partizipation in diesen Prozessen sorgen? Also wie kann man unter anderem Migrantinnenorganisationen, aber auch andere
Personen stärker beteiligen. Und da ging es eben darum, vor allem zum Beispiel Gremien diverser zu besetzen, zu gucken, ob man eben Dialogformate und gewisse Foren auch nochmal ganz anders kommuniziert, zielgruppengerechter adressiert. Und ich habe mir so ein paar ganz schöne Zitate aufgeschrieben, die würde ich ganz gerne noch teilen. Mhm. Und zwar wurde dann auch gesagt, ich fand das so schön zu sagen, das Weltwissen brauchen wir für unsere Gesellschaft. Also dieser Gedanke nochmal, dass eben Inklusion einfach für so viel Mehrwert sorgt und irgendwie, dass man da das geballte Wissen irgendwie anwenden kann. Fand ich total schön. Auch der Begriff des Ideenmanagements ist nochmal gefallen, dass man ganz viele diverse Ideen irgendwie mit einbringen kann. Und was hatte ich noch? Genau, auch nochmal ganz schön von Frau Hansen. Der Punkt Weltoffenheit ist viel mehr als Integration. Also, dass man das ganze Thema einfach nochmal viel größer denken muss. Ja. Eher so im Bereich Kommunikation, Internationales und dass man es auch irgendwie gewissermaßen nochmal neu definieren kann. Genau, das erstmal zu den Großstädten. Ja, sehr spannend, vielen Dank. Und das ist ja immer ein großartiges Indiz, wenn man das Gefühl hat, eigentlich noch viel länger weiter sich unterhalten zu können oder vielleicht auch noch mit mehr Fragen aus dem Gespräch rauszugehen. Daher freue ich mich jetzt, wie sah es bei dir aus? Ja, also ich kann mich eigentlich dem nur anschließen. Auch vieles, was du gerade berichtet hast, Nina, das klang bei uns auch total an. Und erstmal war es natürlich ein bisschen überwältigend, die ganzen Beispiele, die Fragen, die da so ankamen, die wir im Vorhinein schon eingesammelt hatten. Also auch nochmal vielen Dank an Sie. Ich glaube, da gucke ich richtig hin. Ich sehe Sie da vorne. Da haben wir uns wirklich sehr gefreut und das war ganz interessant, weil wir sind eingestiegen mit den Beispielen und ich würde gerne beide Beispiele, aber ich fange jetzt mal mit dem einen an auf Grundlage der Zeit. Wir haben uns nochmal stärker damit auseinandergesetzt, wie so eine Weiterentwicklung des Integrationskonzepts aussehen kann. Und deswegen, ne, so sind so viele Parallelen zu deinen Punkten, weil hier eigentlich alle Kommunen so bundesweit mit allen, mit denen wir uns jetzt ausgetauscht haben, gesagt haben, es braucht den Austausch mit der Zielgruppe für die Weiterentwicklung. Also wirklich, welche Bedürfnisse, welche Vorstellungen liegen da eigentlich vor? Dass da einfach so ein bisschen mehr dieser Schwerpunkt hingelegt wird. Dann braucht es natürlich die Einbindung wirklich aller Fachbereiche und auch eine Anbindung an die Kommunalpolitik, damit es eben dann auch wirklich verankert ist und langfristig weiterverfolgt und unterstützt wird. Ein wichtiger Hinweis war noch, man sollte vielleicht die ganzen Maßnahmen einfach etwas reduzieren. Natürlich ist es wichtig, alles umfassend zu betrachten, aber am Ende, sind es eben doch nicht alle, die umgesetzt werden können. Also nochmal den Blick dahin richten, was sind so die dringendsten Lücken, wo muss wirklich gehandelt werden und was ist auch umsetzbar, also dass da halt auch wirklich Erfolge erzielt werden können. Und dann noch ein wichtiger Punkt, ein Monitoring mit einzubauen. Also immer wieder die Abfrage, vielleicht den Selbstcheck immer mal wieder wiederholen. Ich könnte dazu jetzt irgendwie auch noch mehr erzählen. Ich glaube, ich gehe jetzt noch einmal zu den Fragen. Da haben wir nämlich nochmal die Frage besprochen, wie aktiviere ich eigentlich Menschen mit internationaler Geschichte, sich auch an kommunalen Gestaltungsprozessen stärker zu beteiligen? Wie ermögliche ich das auch? Und da war einfach ein ganz zentraler Punkt, das Gefühl nicht nur zu vermitteln, sondern auch wirklich daran zu arbeiten, dass wir hier nicht etwas für Personen machen, sondern dass man miteinander arbeitet. Also dass wirklich die Teilhabe möglich wird und so dieser Begriff Integration weiterentwickelt wird zu dieser aktivierten gleichen Teilhabe. Da könnte ich jetzt noch ganz viel mehr erzählen. Ich setze hier, glaube ich, mal einen Punkt und vielleicht gehen wir nachher noch mal drauf ein. Danke. Vielen Dank, Annalena. Wie sah es in den Landkreisen aus? Ja, da wir hatten auch eine sehr lebhafte Diskussion. Es waren von den 6 Modellkommunen 5 da, aber noch viele weitere Landkreise. Und wir haben uns auch 2 Beispiele rausgesucht. Das erste, da ging es um das Thema Netzwerk und wie kann ich das Netzwerk auch als Stärkung nutzen und die Netzwerkpartner auch alle einbeziehen. Also Netzwerk wirklich auch als Unterstützung, als ganz großes Fund der Integrations- und Vielfaltsarbeit vor Ort. Und dann gab es das konkrete Beispiel eines Films, Wir sind hier, aus dem Landkreis Dachau. Und ich hatte den Eindruck, dass die anderen das auch spannend fanden. Auch die Frage, wie finanziert man so einen Film, auch wenn da offensichtlich nicht die Summen ausgegeben werden mussten. Aber die Finanzierung war möglich, nicht nur über Projektfinanzierung, sondern auch die Zusammenarbeit mit den Nachbarlandkreisen. Man hat sich das Geld geteilt. Und weil es ja Corona-Jahr war, lief der Film dann überwiegend digital, was aber nicht schlimm war, sondern so hatte man noch mehr Möglichkeit, den zu verbreiten. Und dann kamen wir
Das ist jetzt sehr interessant, auch bei uns zu zwei Fragen, die wir ausgewählt haben. Und guess what? Also die eine Frage deckt sich mit euren beiden Foren, nämlich wie kann man die Migrantinnen und Migranten oder die Menschen mit internationaler Geschichte besser erreichen, besser einbeziehen? Und wir haben dann 4b identifiziert. Beirat kann helfen aus einem Migrationsintegration, wie auch immer, Beirat. Dann zweites B, Beziehungsaufbau. Das hat auch eine Teilnehmerin sehr plastisch, sehr anschaulich geschildert, dass man mit diesen herkömmlichen Einladungen, Amtsblatt, Zeitung, da oft nicht weiterkommt, sondern die, das wissen wir auch alles eigentlich, aber man kann es nicht oft genug sagen, die persönliche Ansprache wirklich entscheidend ist, zu den Leuten hinzugehen und wirklich sie da abzuholen, wo sie sind und wo man sie erreicht und da wirklich Beziehungsaufbau zu betreiben. Also erstes B, Beirat, zweites B, Beziehungsaufbau, drittes B, Stichwort Beteiligung. Eine Teilnehmerin sagte, ich kann nicht von den Leuten erwarten, dass sie mitmachen, wenn ich ihnen keine Mitgestaltungsmöglichkeiten biete. Und genau, da haben wir gefragt, wie kann das sein, Mitgestaltungsmöglichkeiten? Da kamen auch Beispiele und es gab auch das Beispiel des vierten Bs, Budget, also ein eigenes Budget. Mhm. Und das haben wir ja auch schon in einigen Modellkommunen erlebt, dass der zum Beispiel der Beirat ein eigenes Budget hat oder Migrantenorganisationen eigenes Budget haben oder das Budget an der Beteiligung gekoppelt ist. Mhm. Also diese 4b, Beirat, Beziehungsaufbau, Beteiligung, Budget, das fand ich sehr spannend. Und unsere zweite Frage wollte ich auch noch schildern. Da ging es darum, wie kann man die Führungskräfte einbeziehen und für das Thema sensibilisieren. Wir hatten selber einen Landrat dabei, den wir vorhin auch gehört haben aus dem Landkreis Dachau, Herrn Löwel, und einen Vizelandrat, die nochmal ihre Perspektive geschildert haben und sich sehr einig waren. Es geht bei der Integrationsvielfaltsarbeit oder Weltoffenheit nicht um irgendein Thema, sondern wurde gesagt, es ist die große strategische Zukunftsarbeit, Zukunftsaufgabe. Und das muss klar sein, damit man eben auch die anderen Fachbereiche einbeziehen kann und sich auch die Chefs und Chefinnen engagieren. Signal setzen wurde noch gesagt, Leitbild als roter Faden. Also das ganz entscheidend, dass die, ja, dass es wirklich eine Querschnittsaufgabe ist, sagt man so ein bisschen abgedroschen, aber dass wirklich alle Fachbereiche mitgenommen werden, um dieses Zukunftsthema anzugehen. Super. Das klingt ja fast nach einer Einladung zu einer weiteren Runde mit der weltoffenen Kommune. Daher, wie sieht's für euch gefühlt aus mit den nächsten 2 Monaten im Ausblick? Soll ich mal direkt anfangen vielleicht? Das kam nämlich bei uns auch noch als Frage zum Schluss, als wir die anderen 2 Fragen behandelt haben. Wir haben ja jetzt, haben wir vorhin auch gehört, kein Fortsetzungsprojekt. Wir hatten aber für die Landkreise die gute Situation, dass wir von der Uni Hildesheim eine Projektpartnerin im Meeting hatten und auf ihr Netzwerk verwiesen hat und dazu eingeladen hat, Land zu Hause Zukunft. Mhm. Genau, und wir haben ja auch überlegt, wie können wir die Kontaktmöglichkeiten weiter anbieten, damit man sich weiter kontaktieren kann. Und die Wissensplattform. Genau, die Wissensplattform. Mhm. Nochmal ein großer Werbeblock für die Wissensplattform. Auf jeden Fall, genau, da tragen wir das ja zusammen und die wird auch weiterhin bestehen. Und das heißt, alles, was bisher erarbeitet wurde, geht nicht flöten, sondern ist dort nochmal einsehbar. Genau. Genau. So ganz viel Wissen, was wir zusammengetragen haben dort. Und ich habe eben auch nochmal in der Breakout-Session bei uns dazu eingeladen, einfach den Tag heute auch nochmal zu nutzen, dieses Netzwerk ja aufrechtzuerhalten. Ja. Wir haben den Austausch in einem anderen Treffen mal im Sommer angeregt. Jetzt haben wir es hier heute nochmal in großer Form und freuen uns natürlich, wenn Sie das einfach auch weitertragen und da den Austausch fortführen. Vielleicht teilen wir auch noch mal die Kontaktlisten von heute, fragen nach, ob das für Sie in Ordnung ist. Denn da bestand auf jeden Fall noch weiterhin Bedarf und auch ganz viel Inspiration. Also ich glaube, aus diesem Austausch heraus, da waren so viele gute Ideen und Beispiele, die, ja, da kann man voneinander lernen, kann die mitnehmen, bei sich noch mal integrieren. Da freue ich mich, wenn es so weitergeht. Die Wissensplattform, wo du das eben sagtest, ist ja auch interessant, nicht nur für die Modellkommunen, sondern für Kommunen, die da den elektronischen Selbstcheck ausfüllen
möchten. Der ist dann zwar ohne externe Begleitung, aber die kann man sich ja auch selber organisieren, oder man kennt vielleicht selber Moderatoren, Moderatorinnen, die das begleiten können. Man kann gerne auch bei uns Tipps anfragen, bei Fineo und der Bertelsmann Stiftung. Also so, dass man das auch auf eigene Faust nutzen kann. Genau, das ist gut, dass du es nochmal sagst. Das ist ja recht niedrigschwellig. Also man kann diesen Link auch einfach weiterschicken an Kommunen, die interessiert sind. Ne? Vielleicht haben sie ja irgendwie auch Lust, das in ihrem Netzwerk nochmal zu streuen. Und man kann ganz schnell diesen Selbstcheck machen. Das ist eben diese Selbstreflexion, einfach mal zu gucken, wo steht man denn da eigentlich? Und dann kommen Sie gerne auf uns zu, wenn Sie noch Fragen haben. Und dann entweder vermitteln wir Kontakte oder vielleicht können wir anders behilflich sein. Genau. Ja, und zum Stichpunkt Fragen. Falls es Fragen aus dem Chat geben sollte oder weitere Anregungen, vielleicht auch Kritik, Feedback, dann dürfen die sehr, sehr gerne im Chat eben festgehalten werden, damit entsprechend darauf reagiert werden kann. Und wir neigen uns ja schon relativ bald der heutigen Bilanzveranstaltung dem Ende zu. Doch bevor wir dies tun, gibt es noch ein, zwei Dinge, die wir gerne teilen möchten. In diesem Sinne übergebe ich das Wort an der Stelle. Genau. Wir haben nicht abgesprochen, wer anfängt. Wir wollten einfach noch gerne ein paar Abschlussworte an Sie richten. Natürlich nochmal ein großes Dankeschön für diesen Tag, für den wahnsinnig spannenden Input. Ich habe nochmal ganz viele neue Gedanken und Impulse mitgenommen. Habe auch gesehen, jetzt gerade in der letzten Runde im Austausch, viele Fragen, der Erfahrungsaustausch, das ist noch offen. Deswegen, wie wir es gerade besprochen haben, das sollten wir irgendwie weiterführen. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, damit gebe ich jetzt mal an dich. Ja, vielen Dank. Also auch ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei allen, die jetzt daran teilgenommen haben und das ermöglicht haben. Und es fühlt sich für mich auch so an, das ist quasi, es ist jetzt kein Abschluss, das ist zwar eine Zwischenbilanz, würde ich jetzt mal vielleicht benennen, aber es geht weiter. Also ne, ich möchte Sie auch nochmal ermutigen, bleiben Sie an dem Thema dran. Es ist ganz wichtig, wie wir gehört haben, es ist ein Zukunftsthema. Es wird eine große Aufgabe bleiben und es ist auch eine schöne Aufgabe. Und ich finde es ganz spannend, was wir eben gerade so aus den Workshops gehört haben, diese ganzen Impulse, die wir heute mitnehmen. Und ich freue mich auch darauf, dass wir jetzt dann gemeinsam diese Veranstaltung dann ausklingen lassen. Es ist aber noch lange nicht vorbei. Wir haben noch eine kleine Überraschung für Sie. Genau, ich schließe mich an und möchte das nochmal aufgreifen und in drei Wünschen zusammenfassen. Erster Wunsch, bleiben Sie im Austausch, behalten Sie den Austausch bei. Zweiter Wunsch, dass die Kommunen vom Bund und Land weiterhin Unterstützung erhalten in Richtung Weltoffenheit, in Richtung Integration und Vielfalt, um sich weiterentwickeln zu können, um das vorantreiben zu können. Dritter Wunsch, hatten wir eben schon, die Wissensplattform zu nutzen. Und dem großen Dank an alle schließe ich mich auch an und möchte nochmal ausdrücklich erwähnen, auch alle, die heute als Panelisten mitgewirkt haben und Panelistinnen, der Moderation, dem Projektteam, der Bundesbeauftragten und dem Arbeitsstab und der ganzen technischen Unterstützung. Wenn Sie das sehen könnten, wer hier alles beteiligt ist und bis spät in die Nacht da auch vorbereitet hat. Also das ist auch einen großen Applaus wert, den wir ja oft so machen. Genau. Wir sind sehr, sehr froh. Das ist wirklich ein ganz tolles Projekt und hoffen mit Ihnen weiter im Kontakt bleiben zu können oder mit euch weiter im Kontakt bleiben zu können. Und ja, bleiben Sie jetzt drin, denn jetzt sagt Shannon Bobinger noch unsere musikalische Überraschung an. Genau, denn die gibt es heute tatsächlich. Wir haben noch einen musikalischen Act für euch, für Sie vorbereitet. Deswegen bleiben Sie noch ein paar Minuten bei uns. Ich darf Two Tipsy vorstellen, die gleich für Sie zwei Songs spielen werden, bevor ich mich dann sozusagen offiziell für den heutigen Tag verabschiede. Und gerne noch ein paar Sätze zu Two Tipsy. Das sind zwei Musiker, einmal Adetayo Manuwa und Nikki. Und Two Tipsy glaubt, dass Musik ein Medium ist, das Menschen in ihren alltäglichen Situationen verbindet. Grundlage der Arbeit ist die Beobachtung der Herausforderungen des täglichen Lebens, persönliche Konflikte und gemeinsame Erfahrungen. Ziel ist es, dass sich Menschen mit der Musik identifizieren können, unabhängig von ihrem Hintergrund. Das Leben in Deutschland machte ihn in einem breiteren Publikum bekannt, worüber wir uns natürlich sehr freuen. Und Two Tipsy hat im Rahmen verschiedener sozialer Plattformen und in Kooperation mit dem Deutschen Akademischen Austauschdienst, dem Anhalitischen Theater, der Hochschule Anhalt, der Stiftung Bauhaus Dessau, den Vielfaltsgestaltern, dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration in Sachsen-Anhalt und viele andere sich schon aktiv beteiligt.
Wir freuen uns sehr auf die Musik von Too Tipsy. Bleiben Sie noch bei uns, um sich das Ganze gemeinsam mit uns anzuschauen. Und dann verabschiede ich mich danach nochmal vernünftig von Ihnen. You see, one thing my mama always tells me, son, you will never fail me. If you shoot for the moon and you miss, you land amongst the stars. So never ever settle for less. There's greatness within you. One thing my mama always tells me, hey son, you will never fail me. My child, you have what it takes. A little faith, we always keep you steady. Never say you ain't ready. My son, you have all it takes. Steadfast and stay on your mission. Dream big, forget limitations. Wake up, there's a brighter picture. Stand tall in all situations. Shoot for the moon and fall amongst the stars. There's green and sweet in you. Green is sweet and you just shoot for the moon and fall amongst the stars. This green is sweet and you. This green is sweet and you. Ich weiß, du kannst alles schaffen. Nur Mut mit Herzen deiner Lacht. Sehen. Du bist so weit gekommen. Steh auf, geh den nächsten Schritt. Atme und bleib in deiner Mitte. Seh nur, du bist so weit gekommen. Steadfast and stay on your mission. Dream big, forget limitations. Wake up. Stand tall in all situations. Shoot for the moon and fall amongst the stars. This green is sweet and you. This green is sweet and you. Just shoot. This green is sweet and you. This green is sweet and you. Shoot for the moon and land amongst the stars. You know, the beautiful thing about being here today is that it makes me remember where I'm coming from. The song I wrote a few years ago in
Nigeria. I was going through a lot of things during those times, and I'm always that person that always believe in myself. Like Mama said, hey, like I said, shoot for the moon. So it doesn't matter where you're coming from. Today, now I'm in Berlin, I'm singing to you guys. Or where you're going to, I don't know where I'm gonna be tomorrow, but I know all is well with you and me. So, like I said, doesn't matter where you're coming from, or where you're going through, or what you're going through, all is well. Nicholas, are you ready? Because I am always ready, I was born ready. All is well. Where you did come from? Where you did go? All is well. All is well, oh, I did tell you so. Zilly mama ma, ay 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 ay. 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 You get your no, I get my own. I believe in my hustle, God he go bless our hustle. You chop your no, make a chop my own. I no go back for food, God go see me through. Mama take for my shell, ma gonna big ba, ma kore de le. Ori mi agbe mi de bi re, we. Ma gonna big ba, ma kore de le. It no matter where you de come from, where you de go. All is well, oh, I did tell you so. Where you did come from, where you did go. All is well, oh, I did yearn you so. Zele mama, ay 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 ay. 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 Nikki. Where you to come from? It doesn't matter.
It doesn't matter where you're coming from or where you're going through. All is well. All is well with you and me. It doesn't matter what you're going through or what you're doing or where you're coming from. All is well. All is well. Dankeschön. An der Stelle einen ganz, ganz großen und herzlichen Applaus. Sie dürfen bei Zoom mit Reaktionen applaudieren, visuell applaudieren. Das ist immer ein sehr, sehr schönes Feedback, was jetzt natürlich absolut fehlt in der hybriden Situation. Und dennoch sind wir wahnsinnig froh, auch in diesem Format auf diese Art und Weise mit Ihnen kommunizieren zu können. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank für eure Performance. Danke für den tollen Abschluss. Too Tipsy, wer Lust hat, sich nochmal anzugucken, vielleicht online etwas zu finden, fühlt euch herzlich dazu eingeladen, dies zu tun von den zwei jungen Männern. Und ich darf mich an der Stelle für den heutigen Tag verabschieden. Es war ein langer Tag. Wir haben viele interessante Gespräche geführt, Gedanken austauschen zu können. Und wie immer hat es sich angefühlt, als hätten wir gar nicht genug Zeit gehabt. Daher sehen Sie es vielleicht auch als Impuls, neue Ideen mitzunehmen und zu sehen, inwieweit sich eben die weltoffene Kommune auch weiterhin in die eigenen Kommunen eben tragen lässt, in die eigenen Gemeinden, Gemeinschaften, Communities, in denen sie aktiv sind, das Ganze eben weiterdenken lässt. An dieser Stelle, ich bedanke mich sehr herzlich nochmal bei den Musikern, einmal für die Technik, denn ohne die Technik wären wir in Zeiten wie diesen so unglaublich aufgeschmissen, daher auch einen großen Applaus meinerseits. Ich strecke einmal die Hand durch die Kamera sozusagen auch an die Teilnehmenden im Zoom-Kontext. Schön, dass Sie heute dabei waren. Danke für die Fragen. Danke für die rege Teilnahme. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen und ich hoffe, wir sehen uns in einem anderen Kontext vielleicht bald auch schon wieder. Mein Name ist Shana Bobinger und ich wünsche Ihnen alles Gute.